Hallo Bene. Hey, servus. Hallo liebe Zuschauer. Wir haben uns heute sehr absichtlich so hingesetzt, weil ich glaube, es könnte ein bisschen kontrovers werden. Denn wir werden über Andor reden. Und ich glaube, also wir haben wirklich noch fast gar nichts miteinander darüber geredet, nur kurze Andeutungen. Und ich glaube, das wird sehr kontrovers, weil ich glaube, dass wir beide völlig unterschiedliche Meinungen darüber haben. Und darüber werden wir mal ein bisschen reden. Wir haben auch unterschiedliche Meinungen über das Paulaner-Spezi und über Ulu-Dagazot. Ich liebe das Zeug. Und ich mag nicht viel Neues. Ist einfach. Wie Neues? Das kennst du nicht? Ich habe es ein, zwei Mal probiert, aber es ist so. Ich kann auch verstehen, dass Leute es mögen, aber ich. So, und lauter ungesundes Zeug. Was aber. So. Damit das Rascheln aus dem Weg ist. Hey! Okay. Lang lebe die dunkle Seite, ja? Wir räumen das ja hinterher wieder auf. Also, falls das mal irgendjemand hier vom Haus sieht, ja, dann. Wir räumen alles wieder auf. Also, das ist ja, sollte ja bekannt sein. Okay, Bene, aha. Sag mal ganz kurz, wie fandest du Andor so zusammengefasst? Was ist Andor? Ah, okay. Wie ich es fand? Weitgehend genial. Was ist Andor? Jemand mochte Spionage-Thriller im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, so das Zeug, was in den 60ern und 70ern rauskam, mochte die Kriegsfilme dort, dreckiges Dutzend, und dachte sich, Star Wars ist ein Riesenuniversum, da ist Platz dafür, das mache ich da drin, im Wesentlichen. Es ist eine Drama, es ist eine Thriller-Serie in erster Linie. Das wäre meine kürzeste Zusammenfassung. Mahlzeit, okay, ich soll weiter labern, okay. Gut geplant. Hey, so lang brauche ich normalerweise nicht. Hab's fast. Okay. Wie fand ich Andor? Ihr wisst, was ich vom Mandalorianer halte. Ich finde, der Mandalorianer spielt eine Liga über Andor. Was ist Andor? Andor ist eine Lücke, die Disney irgendwie füllen wollte und dafür kein Budget aufwendete und deswegen schnell was dahin klatschte mit einem Aufwand, den sie geglaubt haben, der die voraussichtlich schlechten Einschaltquoten dieser Serie rechtfertigen wird und sie deswegen keine Kosten oder Mühen aufgewendet haben, um da irgend noch was halt hinzuklatschen, gemäß dem Wizards of the Coast Motto, im Moment mehr Produkt ist gut. Das ist meine Meinung und wir werden das sicher gleich vertiefen. So, dem Produkt, mehr Produkt ist gut. Ich denke, deswegen ist die Serie gut geworden tatsächlich, weil die Leute nicht so stark, weil die oberen Etagen nicht so sehr die Hand drauf hatten, weil die Leute tatsächlich was machen konnten, was sie wollten, mehr machen konnten, was sie wollten. Krass anders, was mir aufgefallen ist, ist, die Werbung davon war ja wirklich nicht existent nebenbei. Ja, ich glaube wirklich, also zumindest, jetzt man kann mal von Andor halten, was man will, aber ich glaube tatsächlich, dass Disney hier einfach ein niedriges Risiko fahren wollte und auch nicht mit einem Erfolg der Serie gerechnet hat. Und wir werden das Ganze, wir haben vorab mal überlegt, gehen wir das von den Folgen her ab oder eher thematisch. Wir machen es thematisch. Also zum Beispiel, wie hat uns das Design der Welt gefallen, wie hat uns die Story insgesamt gefallen oder dies oder das oder jenes, was noch gibt thematisch. Wo fangen wir an? Ich würde mal ganz generell beim Design anfangen. Ich habe ein massives Problem mit der Serie, was sein Design angeht, weil es fühlt sich an keinem Ende, und es deckt jetzt schon wieder sehr viel ab, es fühlt sich an keinem Ende nach Star Wars an. Weder vom Sounddesign, noch vom optischen Design, wie die alles designt ist, wie die Sachen aussehen, wie die CGI aussieht und so weiter.
Also jetzt mal rein vom Design ist es Star Warsy. Und da muss ich sogar von den Prequels sagen. Du weißt, was ich von den Prequels halte. Die Prequels sind Star Warsy. Ja, Das klar. ist Star Wars. Das sieht nach Star Wars aus, das klingt nach Star Wars. Das ist Star Wars, wenn es nicht gerade die Handlung wäre und so. Ich habe in den ersten Folgen habe ich gedacht, ich bin bei Blade Runner. Auf Coruscant habe ich gedacht, ich bin bei Star Trek Next Generation. Zwischendrin mal habe ich gedacht, ich bin in irgendeinem Computerspiel, weil die CGI so schlecht war. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das machen wir ein anderes Mal. Und das Objektdesign generell hat so gewirkt, wie von jemandem, der irgendwie nur grob mal gedacht hat, ah ja, dieses fast schon steampunkige Design von Star Wars Geräten, Raumschiffen und so. Ja, ich habe das jetzt einmal gesehen, ich weiß, wie das funktioniert. Und der wurde dann beauftragt, das zu machen. So ungefähr wirkt es, weil es ist einfach null Star Warsy. Ich sage auch gern gleich noch was dazu, warum ich das glaube. Ja, bitte. Okay, also wenn wir beim Objektdesign sind, jetzt mal rein, vor allem auf Coruscant, sind die Anleihen der Gegenstände, des Designs der Objekte. Redest du von den Gebäuden oder redest du von allem? Gebäude, Fahrzeuge, alles. Wobei die Gebäude sind vielleicht eher Star Trek Next Generation, aber die Geräte und Fahrzeuge und alles wirken wie aus den 1970ern als Raumschiffe gemacht. Also zum Beispiel, da gibt es einen neuen, diese Straßenbahn hättest du in die 1970er Jahre, die ist wie aus den 1970ern genommen und halt fliegend gemacht. Die Leute laufen in Trenchcoats rum und sowas, was auch null Star Wars ist. Wann sind in Star Wars mal Leute in Trenchcoats rumgelaufen? Ja, spätestens seit Rogue One und so weiter. Es Ja, ist das ist halt schon. lang leben, es ist halt nun mal Trenchcoats, vor allen Dingen bei nicht Militär, sagen wir mal freundlich Militärpolizei oder Geheimdienst, hat halt auch seine klassischen Verbindungen, ja? Ja, aber es ist immer noch Star Wars und Ja? da will ich einfach. Okay, wenn wir über das Design reden, müssen wir auch irgendwo über das Genre reden. Star Wars ist ja eigentlich, beziehungsweise die alten Filme, Fantasy im Science-Fiction-Dings. Wir hören ja gerade Geräusche, aber Ja, auf die hört man hier drin die nicht. Alien-Invasion steht bevor, nach dem, was ich da höre. Nun, Es. vielleicht hört man es doch. Wird sich zeigen. Da probt wieder die Metalband hinten. Okay, ist okay. Das ist kein Metal. Nein, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, es ist klar, dass man das schon bei Rogue One war das so, das spielt halt in einer Zeit, wo es keine Jedi gibt und nichts und dieses Fantasy-Element eigentlich wegfallen muss. Weil es eigentlich als Machtwirker, die um das Geheimnis wissen, nur den Imperator und Darth Vader gibt. Und Yoda irgendwo und Kenobi irgendwo. Und das heißt, es ist klar, wenn du irgendwo in der Zeit zwischen dem Ende der Jedi und der Rebellion spielen willst, hast du schwierig, das wirklich im Fantasy-Genre stattfinden zu lassen. Das ist geschenkt. Die Frage ist natürlich, Star Wars ist jetzt keine Chronologie einer Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat, von der man jede Sekunde verfilmen muss. Sondern es ist immer noch eine Welt, wo man eine Unterhaltung draus machen will. Jo. Und wo man sich einfach fragen muss, gibt es vielleicht Jo. Zeitalter, die sich einfach gar nicht dafür eignen? Das verfilmen wir deswegen gar nicht. Ja, okay, sprich weiter. Jetzt hat das Rogue One schon ganz nett gemacht mit Menschen, die tatsächlich diese Macht spüren, aber keine Anleitung haben. Mit dem Blinden, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Was super ist, was genial ist. So kannst du das da reinbringen. Wenn man jetzt wirklich unbedingt noch ein Prequel von einem Prequel machen will, was Andor ja de facto ist, wo man das jetzt nicht unbedingt schon wieder so reinbringen kann, dann bleibt einfach nur Weltraumabenteuer. Was für mich die Kurzbeschreibung von Star Wars ist, nebenbei. Also wirklich in Betonung Weltraumabenteuer. Ja, Ja. aber Wobei eigentlich im das Fantasy-Genre. nicht wirklich ein Abenteuerfilm ist, oder Filmserie ist. Aber da habe ich ja von meiner Beschreibung her. Aber es ist schon der Fantasy-Rahmen, zumindest auf jeden Fall die großen Trilogien.
Die großen Trilogien definitiv. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch, muss ich sagen, das Erfrischende daran, dass es eben nicht der Fantasy-Rahmen ist. Ich mag Fantasy-Rahmen, allerdings muss ich zugeben, wenn ich mir meine bevorzugten Universen und so weiter angucke, dass die halt alle dazu tendieren, eher zu Low Fantasy oder so richtig abgefuckt. Aber also zumindest vom Rollenspiel her ist mir aufgefallen, dass ich es grundsätzlich auch immer ziemlich low, niedrigstufig leite. Also zum Beispiel, ich bevorzuge das Welt von Hexer, oh, da gibt es eine Menge, und es ist auch viel Magie oder sonst was da. Da kannst du dich auch immer streiten, was heißt das? Will ich, bringt jetzt nicht so viel darauf tief einzugehen. Aber es ist halt so, du kannst dir vorstellen, dass du in der Welt unterwegs bist und dich einwegs noch zurechtfindest. Du hast da noch irgendwie eine Chance, du hast eine Ahnung, was los ist, ohne dass dir jemand, weiß Gott, was erklären muss Bin ich die ganze vollkommen bei dir. Zeit. Also Low Fantasy ist auch von mir aus definitiv bevorzugt, ja. Und genau, also bloß dazu, dass es bevorzuge, das sei einfach bloß meine Vorliebe, warum ich es mag. So. Und generell, warum mag ich Andor? Das kann ich recht. Also, erstmal schiebe ich mal nach hinten. Finde ich, ist es kulturell gar nicht mal unwichtig, würde ich sagen, von der Idee her zumindest. Und das andere ist, ich mag einfach. Warum ich Andor mag, ist, warum ich auch das alte Expanded Universe von Star Wars mochte. Weil es halt so viele kleine und große Schichten gibt, weil es halt eine riesige Galaxie ist, wo Dinge passieren, wo du Dramen hast, wo du absolut abstruses Zeug hast, Komödien und Thriller. Und weil es halt dadurch, dass es halt ein Riesenuniversum ist, dass es so viele Planeten gibt, dass du so viel künstlerische Freiheit hast halt, kannst du halt auch enorm viele Geschichten erzählen und hast enorm viele Möglichkeiten. Und das finde ich ist eine große Das ist Chance richtig, ja. an der weit, weit entfernten Galaxie. Das ist richtig, ja. Also, da ist es natürlich auch so, ich habe ja selber mal gesagt, ich fände es super, wenn man einfach mehr experimentieren würde, auch mal Geschichten, die eigentlich gar nicht typisch Star Wars sind, in diesem Universum stattfinden zu lassen. Es ist so, Andor hätte man wirklich in jedem Universum stattfinden lassen. Und meine Argumentation ist irgendwie außer in Star Wars, denn es hat, wie gesagt, die ersten Folgen sind mal wieder so total dystopisch, was finde ich nicht zu Star Wars passt. Okay, sprich weiter. Ja, sprich weiter. Also wirklich Blade Runner, wie Coruscant designt ist, hat mir in den Prequels sogar besser gefallen, weil es sieht wirklich nach Star Trek TNG aus, und zwar auch von der CGI-Qualität, die zum Teil grottig ist, die viel zu blank ist, viel zu glatt. Und ja, dann die Trenchcoats. Also ich habe wirklich irgendwo drauf gewartet, dass Picard ins Bild kommt. Okay. Hast du etwas zu oft, zu viel die zweite Staffel von oder vielleicht auch die erste Staffel von Star Trek Picard gesehen und hältst das jetzt für Next Generation? Weil, ich meine, ich sag bloß der Baustil. Ja, der Baustil ist tatsächlich von den 60er, 70ern, vom Brutalismus oder vielleicht auch den 30ern bei den Sowjets, vom Brutalismus geprägt. Nee, von den Definitiv. glatten Flächen her. Und die glatten Flächen hast du in Star Wars immer, also die hast du nie gehabt. Glatte Meine, Flächen? was Fahrzeug oder auch Gebäudedesign angeht, sondern die waren viel verspielter mit viel mehr technischen Details. Und mein Eindruck aus Andor mit dem Design von Fahrzeugen, Gebäuden und so weiter, ist, dass sich jemand gedacht hat, ah ja, klar, es ist ja quasi, Star Wars hat immer ältere Technik genommen und hat die verscience-fictionisiert. Ne, Luke Speeder oder sowas, ja, das waren so typische Sachen. Und der hat sich gedacht, naja, gut, klar, von wann kommt Star Wars nochmal? Aus den 70ern? Also nehmen wir 70er-Jahre-Design. Das ist falsch. In den 70ern hat Lucas sich aus älteren Techniken bedient. 50er Jahre und davor. Da kommen die Designs eigentlich her. Ja, Und jetzt 70er-Jahre-Design. also Und deswegen passt es nicht. von daher steht es in der Tradition, aber der Punkt ist halt, ob's, was du sehen möchtest. Im Prinzip, ja, Lucas hat sich aus dem Zeug aus seiner Kindheit Jugend inspiriert. Und die haben definitiv sich eben von dem tatsächlich aus von dem Zeug aus dem Entstehungszeitraum von
Star Wars durchaus inspirieren lassen. Aber gerade der Architektur für Coruscant vor allen Dingen, der Brutalismus, den Baustil, den die da gewählt haben, das ist halt ein Baustil, der sehr leicht zur Symbolisierung von Autorität, Autoritarismus, sehr gut zu einem totalitären Staat passt. Aber sowas von. Vor allen Dingen auch sehr schön, einer, der halt tatsächlich der zumindest nicht unbedingt zwangsweise noch etwas entmenschlichend wirkt und vor allen Dingen halt so von dem Zeug, wie sie es gewählt haben, die Einstellung, die Orte und so weiter, passt halt gut. Das gibt dir halt als Kontrast zu, was war's, Ferus? Ferum? Ferix? Phoenix. Ja, so irgendwie. Ja, ich und Namen. Mit Willkommen. der nicht Heimat, aber doch mit der Heimat von Andor. Im Prinzip kontrastiert es halt ganz massiv, wie allein schon, wie die Menschen sich da bewegen und so weiter und bewegen können auch. Aber Coruscant ist doch zu Zeiten der Republik so gebaut worden. Nein, ja, Coruscant ist zu Zeiten der Republik teilweise so gebaut worden. Aber wir spielen trotzdem 15 Jahre oder so, 15 Jahre nach Episode 3, zu einem Zeitpunkt, wo das Imperium, wie man nebenbei in Andor auch, wenn man nachrechnet, so grob, teilweise so grob mit, nee, es ist sogar nur 10 Jahre später oder so. Das Imperium ist schon länger da, als es das Imperium genannt wird. Definitiv die Republik, so mindestens in den letzten Jahren, also während den Klonkriegen auf jeden Fall, ist schon ein autoritärer Staat geworden. Wird da auch hübsch gezeigt. Und die haben natürlich, typisch, neue Regierung und sonst noch was, die haben natürlich die Hauptstadt im klassischen Diktatorentraum entsprechend auch Das umgebaut. ist aber gar nicht mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist nicht, dass es zu monströs alles wirkt, sondern zu glatt. Es wirkt mehr wie in einem 90er-Jahre-Science-Fiction-Film oder meinetwegen Star Trek Next Generation. Es ist einfach alles zu glatt, alles zu. Im Vergleich zum, jetzt nehmen wir nur als Beispiel, der Baustil im Todesstern oder so weiter oder generell in den imperialen Einrichtungen. Ich finde, das passt da tatsächlich sehr dazu, weil die bewusst glatt gehalten sind tatsächlich intern. In der Korridor, es gibt eine Menge Zeug, aber es ist die Standardsache, die ich sehe, ist da eigentlich tatsächlich, dass es bewusst klinisch gehalten wird dort. Du hast Bis auf die aber Bereiche, die natürlich, wo wirklich kein Mensch sich drum schert. wirklich immer bei diesem Design, du hast eine glatte Fläche, also im alten Design, und die wird unterbrochen von Rohren, Schaltern, irgendwas. Sodass du dieses verschachtelte Design überall hast. Und das hast du hier nicht. Das ist alles einfach glatt, mit großen glatten Flächen, oft gewölbt, was im alten Stil, also im alten Star Wars-Stil der Trilogien gar nicht der Fall ist. Und so ist also dieses, mit dem Design, so habe ich ein Problem. Jetzt mal auch genremäßig, dass diese Dystopie einfach, wo ich immer sage, Star Wars ist keine Dystopie. Und was da mittlerweile aufgebaut worden ist von der Vorgeschichte, ich möchte mal an Episode 4 erinnern. Ja. Als Kenobi sagt, Mos Eisley ist der verderbteste Platz im ganzen Universum, etc. Du wirst nirgendwo mehr Abschaum finden und so. Mittlerweile sieht jeder das einzelne Sternsystem aus wie Mos Eisley. Das heißt, es widerspricht der Originaltrilogie und damit der Weltbeschreibung. Auch Luke sagt, als C-3PO fragt, wo bin ich hier eigentlich? Und Luke sagt dir, du bist hier am dunkelsten Ort des ganzen Universums. Und es ist einfach nur, ja, es ist halt, die sind arm dort, die haben ihren Job, aber können halt nicht viel machen, sind da so ein bisschen festgepinnt und Punkt. Und Nun, es ist. mittlerweile ist jeder Ort, der dargestellt wird, und wir reden über dieselbe Zeit, das ist alles die Vor-Battle of Yavin-Zeit, sieht es überall schlimmer aus als auf Tatooine. Tatooine, ja. Ja. Nur dazu möchte ich aber auch gleich sagen, wer hat wem zu welchem Zeitpunkt was gesagt. Also das eine, Lukes Kommentar ist ein frustrierter Jugendlicher am Arsch der Welt oder am Arsch der Galaxie, der da eigentlich echt weg will, aber gleichzeitig nicht weg, so hundertprozentig weg will.
Lässt sich ja recht leicht breit reden. Also ist ja nicht die Story von jemand, der abhauen möchte. Ich meine tatsächlich, also hier ist das Lichtschwert deines Vaters, hier ist die Mission, hier ist, und hier ist mein Ausweg, ich muss bei der Ernte helfen. Er wollte ja abspringen, ja, klassisch, aber ja. Aber du bist natürlich, ich meine, wer ist es das nicht, dass du in Träumen verhaftet bist? Du würdest gerne, aber wirst von der Realität festgehalten. Ja. Aber sobald sich die Realität einfach ändert, geht er auch. Ja, aber halt, ja, so. Und er hat sich aber auch vorher schon ja bei seinem Onkel bemüht. Ja. Wir erfahren ja, dass er schon letzte Saison probiert hat, wegzukommen. Mhm. Nur ist er halt ihm auch zu sehr verpflichtet. Ja. Und er hasst ihn ja auch nicht, offenbar. Nee, wie gesagt, das ist Luke. Wie gesagt, das hätte er seinen Kommentar, wenn die Galaxie ein helles Zentrum hätte, wären wir am weitesten davon entfernt. Das Universum. Ah, okay. Finde ich, sollte man nicht zu sehr bewerten. Das hätte jemand auch wesentlich näher am galaktischen Zentrum oder sonst was wahrscheinlich sagen können in seiner Position. Das ist, das ist auch wieder sowas, das hatten wir auch schon mal irgendwo gebracht. Dass aus diesem Satz, wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg, ist ein rein metaphorisch gemeinter Satz, der sagt, dieser Planet hier ist am Arsch der Welt und es interessiert niemanden hier irgendwas und es ist alles scheiße hier. Das will er damit sagen. Und was daraus gemacht wurde, ist, ja, die Galaxie hat ja ein helles Zentrum, also befindet sich Tatooine am äußersten Rand. Das wurde daraus gemacht, was aber nie gesagt wurde in der Original-Trilogie. Das Wasser, was mir auch bis heute aufstößt. Mhm. Weil nun, es ist eine Möglichkeit, es zu machen, eine andere Möglichkeit, kurz mal wegschwenken, eine andere Möglichkeit basiert auf etwas, was du auch nicht sonderlich leiden konntest, das Konzept der Hyperraumstraßen, der gut kartografierten Region, weil wenn du abseits von denen bist, kannst du ungefähr in tatsächlicher Entfernung paar Lichtjahre vom Coruscant hängen, aber wenn halt so gut, wenn es halt doppelt so lang dauert, wie zu dir zu kommen, wie ans andere Ende der Galaxie, kommt da kein Schwanz hin. Warum muss... jenseits von Flüssen und Küsten zu leben. Warum muss Han Solo dann erst langwierige Berechnungen machen, um den Lichtsprung machen zu können, um sicherzugehen, dass da wirklich keine Supernova in der Nähe ist, wenn es doch Straßen gibt? Naja, wahrscheinlich muss er das ganze Zeug, Antwort, er muss das ganze Zeug eingeben erstmal und durchchecken lassen, dass das, so wie er jetzt springt, von seiner Position aus und so weiter, das auch passt. Und da ist... Da kommt meine prinzipielle Sicht halt rein, die halt einfach sagt, ja, das war nie so gedacht. Mhm. Und irgendein Autor später, meinetwegen Lucas, der in dem Fall auch nur als anderer Autor zählt, weil die Originaltrilogie einfach nicht nur von Lucas ist, hat das dann so interpretiert oder uminterpretiert. Und damit bin ich halt einfach nicht einverstanden. Und ich glaube, da kommen wir dann auch nicht näher zusammen. Du siehst es dann vielleicht storytechnisch. Ich sehe es mehr schreibertechnisch. Ja, weil es ist für mich halt auch zum Beispiel logisch, dass es kartografierbar und so weiter ist, wenigstens in Ansätzen. Vielleicht muss es oft gemacht werden oder sonst wie, aber einfach mal so logistisch gesehen, wenn viele Leute unterwegs sind, irgendwas wird aufgenommen. Es gibt bessere Möglichkeiten und es gibt schlechtere Möglichkeiten. Von daher, also ich rede nicht davon, dass das eine technische Sache ist, diese erwähnten Hyperraumstraßen. Also es ist schon schlicht und ergreifend. Es ist die fucking Fulda Gap. Also es ist einfach so diese. Entschuldigung. Wenn du das ist das, weiß, wo, was du meinst, ja. Ja, wo erwartet wurde, dass die Sowjets einfallen, einfach weil das Gelände dafür geeignet ist. Nee, also ja. Wir kommen weit von Andor gerade weg. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. Design. Design. Wir waren bei Genre, wie gesagt, ich bin mit diesem Blade Runner Setting einfach null einverstanden. Ich finde, das Blade Runner Setting passt wunderbar dazu, aber okay, weiter. Auch der Konzern, es wurde halt nie irgendein Konzern erwähnt. Der ganze Aufhänger fürs Imperium war ein völlig anderer von Beginn an. Mhm. Aber lassen wir das einfach mal weg. Weitere Designfehler, meiner Meinung nach, was heißt Designfehler? Die Klänge. Mhm. Warum klingen auf einmal Blaster wie in einem schlechten Italo-Western und nicht wie die Laserblaster aus irgendeiner der Trilogien? Ist mir absolut nicht aufgefallen. Sie klingen furchtbar. Sie klingen wirklich nicht mehr so, sondern
Und das war schon viel zu laserartig, wie ich es gerade gemacht habe. Es war fast schon mehr mit einem Knall drin. Ich dachte mir nur, dass die Blasterschüsse vor allen Dingen schmerzhaft sich anhören. Aber ich fand Sounddesign eigentlich super. Es ist ja, es mal, ist ob man es mag oder nicht, oder gut klingt oder nicht, es klang schon gut, aber es klang halt nicht wie die alten Blaster. Also, und wir spielen fast im selben Zeitrahmen. Warum nehmen sie nicht einfach die Sounds von früher? Und die haben sie sogar ohne Computer gemacht. Ich behauptet, haben sie. Nur Nein. vielleicht anders abgemischt, weil es klingt, für mich klangen die Sounds zwar etwas schärfer, aber ich habe da keinen hundertprozentigen Unterschied gemerkt oder so. Dann lassen wir es einfach mal so stehen. Das ist auf jeden Fall auch sowas. Aber es ist völlig anders für mich vom Empfinden. Ja, das ist auf jeden Fall auch einer der Punkte. Sie klingen anders, das stimmt. Aber es ist aber es ist eine Nuance, fand ich, bestenfalls. Sie klangen für mich völlig anders. Mhm. Wobei mir dann in späteren Folgen auch eine Folge aufgefallen ist, da klangen sie wieder wie in den Trilogien. Mhm. Also kann es an den einzelnen Plastern gelegen sein? Weil ich glaube, dass sie sich hier da schon die Mühe machen, dass die Dinge unterschiedlich klingen, je nach Gewehr. Haben sie halt früher Plaster. Nicht so stark. Ja, früher. Früher hatten sie auch, glaube ich, Eierpackungen an Sternzerstörer geklebt, um irgendwie noch das Modell rauszukriegen. Also. Das waren Knetmassermodelle alles. Auf jeden Fall, also eine Art Plastik-irgendwas Zeug. Ich habe übrigens nur mein Handy hier, weil ich hier meine Notizen drin habe. Design, also Sounddesign, wie gesagt, es klingt tatsächlich völlig anders. Mhm. Und wenn früher halt alle Blaster ungefähr gleich klangen, dann ist damit auch etabliert, dass Laserblaster halt irgendwie alle gleich klingen. Weißt du, dann kannst du nicht noch irgendwie 40 Jahre später hingehen und in derselben Zeit, in der es spielt, auf einmal völlig neue Klänge reinmachen. Da kannst du diskutieren. Hey, weil tatsächlich wäre ich der Meinung, oder du kannst doch nicht, da wäre ich eher der Meinung, du kannst nicht 40 Jahre lang sie immer komplett alle gleich klingen lassen. Warum nicht? Klassen, weil es ist einfach so dieses, einfach, okay, dieser Plaster und dieser Plaster sollten scheiße noch eins unterschiedlich klingen. Warum sollten sie das? Weißt du, wie ein Laserblaster funktioniert? Ich nicht. Wenn ich es wüsste, wäre ich reich. Weil es scheiße anfühlt auf Dauer, wenn man mal irgendwann mal drüber nachdenkt, tatsächlich. Wenn du eine also normale Gewehre oder Pistolen nimmst, die klingen im Wesentlichen auch gleich und unterscheiden sich vom Klang her nur vom Kaliber. Ja. Okay, irgendwelche Waffennarren werden mir da widersprechen und die natürlich die Nuancen raushören, aber dann hören wir Nuancen von Laserblastern halt auch nicht raus. Aber das sind halt keine Nuancen, das ist halt wirklich ein völlig anderer Sound, der da verwendet wurde. Aber okay, lassen wir das mal auch dahingestellt. Es ist halt eine von vielen Puzzleteilen, wo für mich einfach auch null Star Wars gewirkt hat, vom ganzen Design der Kleidung, der Anleihen der Designs her, des Genre-Hintergrundes, also wie gesagt, Blade Runner, dann fühlt sich's auf einmal an wie Next Generation. Dann fühlt sich's irgendwann an, als hätten alle zu viel Spice gegessen von Dune, weil da sind so viele mit leuchtend blauen Augen, mit strahlend blauen Augen. Und ich habe sogar einmal eine Szene gehabt, wo Andor, das ist mir echt aufgefallen, wo Andor, obwohl der auch eigentlich braune Augen hat, ja, in der Seite so, vor allem das Weiße, so richtig bläulich strahlt. Und ich habe mir echt gedacht, ist das irgendein Aufhänger für irgendeinen Twist, der noch kommt? Wo hast du das gesehen? Es gibt ein paar Schauspieler, die blaue Augen haben. Strahlend blau. Und einige. Tim, das ist der Einzige, wo es mir aber wirklich aufgefallen ist. Das ist, der Typ hat extrem blaue Augen. Der Schauspieler tatsächlich. Das ist der Mann oder Freund von der Schrottplatzbesitzerin, wo Andor verpfeift, und der Schauspieler hat diese Augen. Schlicht und greifend. Und sonst ist auch dann der eine nie aufgefallen. Der irgendwas. Eine Konzerns. Konzerns Milchbubi möchte gern Offizier. Der hat leuchtend blaue Augen. Echt? Ja, okay. Dann noch welche von diesem Rebellenhaufen, die einem quasi sagen, ich brauch Spice. Und das hat mich echt verwirrt, weil es wirklich auch so leuchtend ist. Sorry, aber Moment.
Das ist, sorry, da kann ich nicht diskutieren. Ich weiß nicht, wo du das gesehen hast. Ich in Andor! Ja, ich nicht. Und es fiel halt so, es fiel so massiv auf. Ich habe mich an irgendeinem Punkt echt gefragt, ist es Absicht? Hat es was zu bedeuten? Nein! Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Das sage ich dir auch mal. Nein, das sind Leute, die blaue Augen haben. Ja, aber so viele und so leuchtend. Zwei Leute, von denen ich wüsste. Nein, das waren mindestens drei oder vier. Und eine davon nicht besonders, das ist eher irgendwas matschgrau-blau. Mhm. Der Terminator. Nebenbei, falls jemand Game of Thrones gesehen hat, die Frau, die den Terminator gespielt hat, kann tatsächlich Schauspielern, wenn du mich fragst. Ja, Schauspielern wie sie können gezeigt viele. Hat. Schauspielern können schon viele, aber ja. Da muss ich auch sagen, okay, was Schauspieler, da kommen wir sicher noch hin. Oh Gott. Okay, was hat sich noch seltsam angefühlt jetzt vom Design? Ich muss jetzt mal überlegen. Ich fand die Musik quasi abwesend. Die ist ungewöhnlich. Die Titelmusik, die am Ende vor allem kommt, mit diesem synthetischen so, die hat mir gut gefallen. Also, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das hat mal jemand auch nett gemacht tatsächlich. Der hat von die Anfangs- oder die Intro-Sequenz von Andor oder Titelsequenz von Andor, wäre wohl die richtige Formulierung, hat alle übereinander gelegt. Mhm. Und das ist tatsächlich ein vollständig stimmiges Orchester. Dann. Okay, cool. Das ist, die haben immer quasi nur, könnte man sagen, eine Tonspur genommen, passend zur Folge theoretisch. Mhm. Es hat mich immer gewundert so am Anfang, aber je mehr es fortschreitet, desto stimmiger gefühlt hat sich für mich angefühlt. Die okay. Musik, sag ich gleich, ich muss jetzt mal ein bisschen selber mehr schwätzen. Ja, die Musik ist nicht typisch, so typisch für das, was man von den, also der, von, ja. den Star, von den Filmen. Was aber gut kennt, ist, ne? Finde ich. Die Musik ist super, finde ich. Sie haben die, ich denke, die gleiche Idee, die schon hinter dem Titel Rogue One, a Star Wars Story stand. Es ist das Universum, aber es ist nicht. Aber sie dann bewusst die klassischen Sachen nicht unbedingt komplett weglassen, aber weniger bedienen. Also es ist so einfach, die klassische Melodie ist reserviert für die Filme. Die bestimmte Themen sind wirklich reserviert für das Zeug. Yodas Thema sollte nicht für jeden Scheiß verwendet werden, ja. Der auch nur vielleicht damit zu tun hat, dass jemand ein Bauchgefühl hat, dass man jetzt vielleicht das oder jenes eine gute Idee ist. Sondern, darf ich da kurz ja. dich auch, da würde ich gerne eine Linie drunter machen, ja. Unterstreichen. Was nämlich richtig, richtig gut war, sie haben endlich mal ihren Fanservice gestoppt. Mhm. Es gibt in Andor keinen offensichtlichen Fanservice. Wenn irgendwelche Geräte aus der Zeit auftauchen, dann ist es halt, weil es diese Zeit ist. Das ist mir positiv aufgefallen. Das gilt auch für die Eigenständigkeit der Musik und so. Ja, definitiv, ja. Zu der Eigenständigkeit auch und dem Fanservice auch was dazu. Andor ist eine Serie, würde ich behaupten, die nimmt sich zu 100% ernst tatsächlich. Ja. Ich habe keinen Augenzwinkern gesehen, der sonst manchmal kam. Oder irgendwie, da ist wirklich gar nichts. Absolut nicht. Was da drin ist, ist drin, weil es rein soll. Ist tatsächlich ungewöhnlich. Also Mandalorian ist da wesentlich verspielter in jeder Hinsicht als Beispiel. Und selbst Rogue One war da deutlich ja, verspielter. Aber was das Verspieltere angeht, und ich habe eine gute Sache wirklich über Mandalorian, und da stehe ich auch voll zu, wo Mandalorian wirklich genial ist, ist die Optik, wie die Serie aussieht, wie sie sich anfühlt, die Regie und alles. Das ist sensationell, das kann man wirklich laufen lassen und sich ansehen, inklusive der Musik. Und da ist auch leider die Musik von Mandalorian ist eine ganze Liga über der von Andor, finde ich. Ja, und das ist halt die Frage, wofür? Und das gilt halt auch für die Optik. Qualitativ, sage ich, also im Sinne von zur Unterstützung der Serie und der Themen der Serie, bin ich der Meinung, ist die in Andor tatsächlich besser. Ich denke nicht, dass du die Musik aus Andor dir selber anhören wirst. Dafür ist sie nicht gemacht. Die Musik in Andor ist wirklich zur Unterstützung der Szenen alleine und da finde ich, macht es ein super Gesamtbild. Es ist eine sehr unangenehme es ist eine unangenehme Musik nebenbei. Wie gesagt, also ich finde halt, dass die Musik generell halt besser ist in Andor. Sie ist mir wirklich
Sie war fast unsichtbar. Du meinst im Mandalorian? Im Mandalorian, ja. Ja, in Andor ist sie fast unsichtbar. Andor ist sie fast unsichtbar. Sie taucht eigentlich nur im Abspann jeweils wirklich auf. Also, da ist Musik. Du hörst sie bloß nicht. Wie gesagt, die ist quasi Teil von allem. Ja. Das ist, die haben mehr... ist mehr Geplätscher. Nein. Also entweder sie wirkt in den Kopf. Sie wirkt im Kopf in die Sache. Und sehr, was sie auch in Andor viel mehr gemacht haben, ist Musik quasi aus Musikuntermalung oder sagen wir mal den Soundtrack in der Welt bestehen zu lassen. Ich sag bloß beim Aufstand am Ende ist so ein großen ist ein guter guter Teil tatsächlich das Bang. Das Hammer, der Glockentrommler. Kommen wir noch hin. Da sind wir dann bei den Handlungslücken irgendwann, aber egal. Gut, also ich glaube, designtechnisch, genretechnisch haben wir es. Mhm. Ich würde mal. Ja, okay. Oder hast du da noch was du gern sagen würdest? Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wir sollten mal sagen. Ich bin der Meinung einfach, dass Andor. Die Leute wollten dort, hatten ein Thema, das sie machen wollten. Und das Thema ist schlicht und ergreifend, wie entstehen Rebellionen, welchen Preis hat das für die Leute, die es machen, welchen Preis hat das für alle drumherum und wie, im Prinzip auch, wie, ein bisschen ein Porträt oder andersrum, ein Porträt unter einem totalitären Staat. Wirklich total absoluten der nach allem greift. Das war eigentlich das, das war offensichtlich das, was die Leute, wo hinter der Serie stehen, gereizt hat, was sie zeigen wollten, was sie bearbeiten wollten. Und naja, zum Thema Dystopie oder Star Wars ist keine Dystopie, also Star Wars unter dem Imperium an und für sich schon. Es fängt damit an, dass es eine dunkle Zeit in der Galaxis ist und so weiter. Also ja. Ist auch der Bürgerkrieg herrscht und sonst wie, aber ja, es ist. Bürgerkrieg, ja. Ja, es ist was. Jetzt nehmen wir einfach die Episode 1 bis 3, was Lucas ja da so gereizt hat, offensichtlich war auch tatsächlich der Aufstieg bzw. der Niedergang einer Demokratie und die Umwandlung in eine totale Diktatur. Und damit, davon ist tatsächlich das hier eigentlich Andor im Prinzip die Fortsetzung, halt ohne die knallbunte Verpackung. Das spielt halt schon eine ganze Zeit danach, aber ja. Was auch nicht passt, und das ist eine massive Handlungslücke zur Originaltrilogie, ist die Darstellung der Rebellion. In der Originaltrilogie wurde die Rebellion sehr eindeutig und sehr detailliert beschrieben mit der Situation des Imperiums als Top-Down-Revolution beschrieben. Und sie was meinst du damit? Top-down meint, also ich sag mal, hier wird es dargestellt als Bottom-up-Revolution, also der Pöbel erhebt sich und startet die Revolution. Und in der Originaltrilogie wurde es beschrieben als, es sagen sich systemlos, im Senat gibt es offenen Widerstand von Untermachthabern, die sich, die einerseits im Senat dem Imperator Widerstand entgegenstellen. Wie zum Beispiel Mon Mothma? Die nichts zu sagen hat. Und da gibt es auch eine Szene, die einfach damit nicht übereinstimmt. Nämlich die, wo sie da selber im Senat spricht und es interessiert keinen und alle gehen. Ja. Und es widerspricht exakt der Darstellung des Generalsrats auf dem Todesstern, wo Vader noch dazu kommt, wo davon geredet wird, dass im Senat mittlerweile offenen Widerstand gibt. Mhm. Was eigentlich davon redet, dass das es zumindest Leute gegeben hat, die ihr da hätten beipflichten müssen und Dings und und das ist halt einfach nicht der Fall. Und die ganze Rebellion, wenn es irgendwelcher Pöbel ist, muss man erklären, welche Systeme es jetzt nun eigentlich sind, die Rebellen eigentlich mit den Fabriken, mit dem Kriegsgerät, mit der Herstellung des Kriegsgeräts und so weiter versorgen. Und das sind eben Systeme, die den Widerstand halbwegs offen sogar vielleicht unterstützt haben. Und was ja auch exakt der Grund war, den Todesstern zu bauen.
Das war der Grund für den Todesstern zu bauen. Damit passt das Ende von Andor schon nicht, wo man ja den Bau des Todessterns sieht. Du meinst das Ding, dass wenn wir schon bei sind, was etabliert ist, was schon direkt am Ende der Klonkriege angefangen wurde zu bauen? Ja, nee, mal das ist was erst später etabliert wurde, denn in der Originaltrilogie ging das wesentlich schneller. Aha, wurde da gesagt, wie lange sie das gebraucht haben dafür? Okay, wurde da überhaupt was angedeutet? Wie viele Jahre lagen zwischen Episode 4 und 6? Episode 4 und 6 ist relativ einfach. Wie alt ist Luke? 18 oder 19? Ja, und später ist er irgendwo Mitte, Ende 20. Du meinst, hä? Also zwischen 3 und 4, oder was hast du gemeint? Also, zwischen 3 und 6. Zwischen 4 und 6, meine ich. 4 und 6, ja, ich würde sagen, ähnlich viel wie in der Realität, vielleicht ein, zwei Jahre weniger sogar. Weniger? Nee, es war 84 oder so kam doch. 83. Und es waren sechs Jahre. Also ich würde behaupten, 4 bis 6 Jahre. Sagen wir Mitte 20 wäre dann. Ja. Und das heißt, es kann auch nicht wesentlich länger gedauert haben. Ja. Und was übrigens auch wieder so eine Sache ist, weil man halt sieht, wie kleine Roboter das Ding bauen und in Episode 6 waren es Menschen, die das Ding gebaut haben. Ja. Ach ja? Was hast du da gesehen von dem, wer konkret das baut? Der Imperator, also der verantwortlich ist für den Bau, wird ja angeschissen so, sie kommen nicht schnell genug voran. Ja. Man sieht nirgendwo Baudroiden. Im ganzen Film sieht man keine Droiden, die da was bauen. Ich sehe auch keine Arbeiter. Und er sagt, diese Pläne sind unmöglich einzuhalten, er braucht mehr Arbeiter. Ja. Arbeiter kannst du jetzt definieren, wie du möchtest, und irgendjemand beaufsichtigt normalerweise Droiden. Das Ding ist ja nicht vollautomatisiert offensichtlich. Oder vielleicht ist es vollautomatisiert, keine Ahnung, vielleicht ging es so lang. Aber auf jeden Fall, das erste von den Dingern zu bauen, dürft lang dauern. Das zweite ist schon eine Nummer, dass sie einen extra großen, extra schneller gebaut haben. Aber tatsächlich kann ich mir das leicht erklären. Erstens, du hast jetzt, machen wir es mal ganz grob logistisch, du hast schon die Infrastruktur dafür. Und der Geheimhaltung ist nicht mehr so ein großes Thema. Plus du hast Senat ist weg, die direkte Kontrolle durch die Gauleiter, Gouverneure. Die jetzt wackelig ist, denn es wird ja von den Generälen auch angezweifelt, dass diese direkte Kontrolle überhaupt nicht durchführbar ist. Mhm. Und wo der Todesstern extra für gebaut wird, denn die Furcht vor der Kampfstation wird die Gefüge gehalten, die gibt es aber nicht mehr. Ja. So, das heißt, die sind durchaus in Eile natürlich, das den zweiten Todesstern zu bauen. Mhm. Aber die Geheimhaltung spielt, finde ich, noch eine viel größere Rolle, denn beim ersten vielleicht sogar weniger, weil sie sagen müssen, wir haben da jetzt gleich was. Mhm. Beim zweiten wollen sie aber Fehlinformationen lancieren, das heißt, die wahren Informationen müssen viel mehr geheim gehalten werden. Das heißt, du musst viel mehr darauf achten, dass du deine Version der Geschichte, was da jetzt gebaut wird, rauslancierst. Beim zweiten, beim zweiten, das Einzige, was sie geheim halten müssen, ist, dass die imperiale Flotte doch nicht vor Ort ist. Dass die imperiale Flotte doch vor Ort ist. Und dass das Ding einsatzbereit ist, was ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ja. Denn die Rebellen haben während der Schlacht, kriegen die erst richtig Hosenscheißen, als der Todesstern anfängt, mal in der Gegend rumzufeuern. Ja. Ja, aber ganz ehrlich. Vor allen Dingen, so viel Geheimhaltung nach allem, was ich da gehört habe, ist da nämlich gar nicht nötig, weil von der Filmsprache her und so weiter vermittelt mir die erwähnten Gespräche mit den Kommandanten da und so weiter, von wegen, wir brauchen mehr Arbeiter, die Zeitpläne sind nicht einzuhalten. Der Zeitplan, das Ding, was einzuhalten war, dass das Ding feuerbereit ist zu dem Zeitpunkt. Also, das wird tatsächlich nicht gesagt. Ja, wird es nicht gesagt, aber das ist das, was es, finde ich, halt vermittelt tatsächlich, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Wo wir jetzt schon, ihr merkt schon, also, gut, ihr wisst, ja, ich bin ein Originaltrilogie-Nazi und Fetischist. Und das finde ich jetzt nämlich deswegen sehr gut. Aber da gibt es nämlich noch was mich echt wieder mal gestört hat. Und das stört mich seit, ich weiß nicht wie vielen Filmen jetzt mittlerweile, seit Episode 7 tatsächlich, dass TIE Fighter immer wieder als atmosphärentaugliche Jäger gezeigt werden, was einfach nicht der Fall ist. Das hast du aber, dass sie nicht für die Atmosphäre sind, das müsstest du aber aus dem Expanded Universe her haben. Weil da gab es nichts von dem Zeug, gab es eben auf die eine oder andere Weise in den Originalfilmen. Dann erklär mal, warum das Imperium beim Angriff auf Hoth keine TIE Fighter verwendet. Weil es scheiße wäre für die Szene.
Warum? Aber tatsächlich, jetzt in der Welt. Die TIE Fighter sind, und es wird tatsächlich auch Bei der später Logik, die so da, erklärt. die. TIE Fighter sind, und es wird auch später nochmal so erklärt und sogar auch in der Sequel-Trilogie aufgegriffen, obwohl es nicht gefilmt wird, so, aber sind hochspezialisierte Kurzstreckenjäger, Ja. auch nicht intergalaktisch travel-fähig, sind darauf spezialisiert auf absoluten quasi Luftüberlegenheitskampf, während die X-Flügler Alles Mögliche sind, ja. Vielzweck-Kampfmaschinen sind. Deswegen eigentlich den TIE Fightern auch unterlegen sind. Und Und wenn du müssen das halt gucken. etablierst, dass sie dafür extra designt sind, die TIE Fighter, dann sollten sie halt auch nicht atmosphärentauglich sein, zumal sie halt überhaupt keine Apparaturen haben, um sich in der Luft zu halten. Tatsächlich, das ist halt leider inzwischen doch eine Menge Star Wars-Medien soweit etabliert, dass die Dinger in der Atmosphäre unterwegs Weil sind. man Also überall TIE müssen Fighter das. sehen will, glauben die zumindest. War der TIE Fighter für dich eigentlich einschüchternd, wie er zu sehen war? Weil ich fand es schon hübsch oder erschreckend. Ich fand schon ziemlich brutal, das Ding. Prinzipiell, die Szenen so, die müssen sich da verborgen halten und so alles und versteckt die Waffen und so, wenn da was vorbeikommt und so. Das ist schon, ja, das war toll im Wesentlichen, hat mich aber einfach abgelenkt, weil wieder so, was macht ein TIE Fighter da? Muss inzwischen leider akzeptieren, weil es ist zu viel gemacht worden. So, für Hot, ganz kurz zurück, warum haben sie das eingesetzt? So wie die Sache ist, wäre die Erklärung wohl, dass so ziemlich nichts, was nicht für ultraarktische Temperaturen, Schnee und Feuchtigkeit gemacht ist, da sonderlich gut funktioniert. Wäre so grob die Erklärung. Ich meine, die Schneegleiter sind auch irgendwie offensichtlich erst speziell modifiziert worden. Was ich, wie gesagt, sehr lustig fand, weil ich mich da gefragt habe, und wie genau hebt ihr mit eurem X-Flügel jetzt nochmal ab? Weil ich bezweifle, dass ihr die so dermaßen angepasst haben wird, weil bei denen stelle ich es mir schwieriger vor als bei dem etwas schrottigeren Zeug, etwas schrottiger aussehenden Schneegleitern. Weißt du, wie ich meine? Dachte mir Ja, so, das ist aber was, das ist so, es könnte doch sein, dass. Und klar, man kann es nicht ausschließen, es gibt aber auch nichts, was das wirklich zeigt. Also das bleibt eine Spekulation. Ich glaube halt, der Eine wahre andere Grund. Erklärung wäre tatsächlich aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, warum ist der Schild jetzt von oben undurchdringlich, aber von unten kannst du durchlaufen? Durchlaufen ist halt wahrscheinlich was anderes als einen Strahl Ja. abhalten. Und keine Das Ahnung, ist sonst am aber. Ende ist das Ding aller, ich meine, Dune ist es, ich glaube nicht, dass sich jemand da die Gedanken gemacht hat, aber ein Gedanke, den ich zwischendrin mal hatte, weil ich tatsächlich über den Part in Episode 5 hatte ich so mal ja den fucking Kopf zerbrochen als Jugendlicher, hatte ich mir irgendwann gedacht, so dieses, keine Ahnung, vielleicht habt ihr eine gewisse Energie oder Geschwindigkeit, bumm, und halt Geschwindigkeit, du kannst das Ding halt mit einem Jäger nicht sicher durchfliegen. Die Dinger werden normalerweise auch in der Originaltrilogie, und davon sind sie halt auch abgekommen, immer nur Deflektoren genannt. Und ein Deflektor sagt schon, was er macht. Er absorbiert nicht, er haut's weg. Genau. Es heißt, er kann auch nur gewisse Energien halt abhalten. Und Materie wahrscheinlich ganz einfach auch nicht. Und es sind halt keine wirklichen Schilde. Und das ist auch sowas, das sind alles so Dinge, da habe ich einfach einen Eindruck, das wurde einfach über die vielen Jahre jetzt vergessen. Autoren haben es einfach nicht wahrgenommen und haben sich gedacht, die Leute wollen TIE Fighter sehen und sich keine Gedanken drüber Ja, gemacht. ich warte noch auf einen TIE Fighter mit Schilden, Flammenwerfern und sonst was. Wobei, Ja. das ist sehr unwahrscheinlich, dass du das kriegst, weil es ist nicht das coole Hero-Schiff. Wir Aber hatten ja, TIE das ist Fighter mit nicht. zwei Sitzen auf einmal, genau da, wo sie auch zwei brauchen, obwohl es immer nur ein Sitzer waren. Ich kann es akzeptieren, weil sieht nur so aus wie einer. Ich frage mich, wozu. Ich fände es cool, hätte es cool gefunden, wenn sie es weit gemacht haben. Mich hat von Anfang an damals gestört, ein bisschen, dass sie halt das Design so eins zu eins quasi nachgespielt wurde. Warum haben sie keinen TIE Bomber genommen? Ja, das hätte ich auch so. Nebenbei, das Ding ist sowas von unterrepräsentiert. Ich weiß nicht Ja. wieso. Ich finde es so ein geniales Design, ehrlich Ja, gesagt. das war so richtig schön weiterentwickelt und ja, das war cool und
Aber egal. Also du verstehst meine Bauchschmerzen mit dem Design vielleicht, wenn man es jetzt wirklich aus der Perspektive, wie ich, eines Originaltrilogie-Nazis sieht. Ja, mit der N-Betonung, ja, verstehe ich. Aber ich bin halt der Meinung, das Design ist bewusst für die Story, die sie erzählen, für das Thema, das sie haben, gewählt. Und dafür finde ich, ist es super, super passend. Und es beißt sich, finde ich, eben nicht mit Star Wars. Es ist nicht dasselbe, das stimmt. Es gibt da Unterscheidungen, aber du kannst es, wenn du gutmütig bist, ohne weiteres komplett wegdenken, weil du hast schon ein paar Jahrzehnte Abstand. Du siehst andere Teile von einem planetenweiten Stadt, die definitiv vergleichsweise nahe an nicht unbedingt Regierung, sondern Komtor, sondern von, sagen wir mal, der Staatssicherheit unterliegen. Du hast eine ganz andere Welt. Ganz ehrlich, die Wasserwüste, wie ich es jetzt gerne nenne, die erste Welt, auf der die Serie beginnt. Das ist jetzt Blade Runner, ja klar, passt zum Stil zu Blade Runner, passt zu Cyberpunk, passt zu düsteren Science Fiction, passt zu einem Noir-Film. Würde auch zu einem Noir-Film passen, von denen Star Wars ja auch überhaupt keine, nicht gelegentlich mal irgendwas zitiert hat oder sowas in seiner Bildsprache. Ja. Es ist, ist einfach dafür gewählt. Nebenbei möchte ich einfach betonen, wie geil ich es finde. Okay, der kommt da von seinem Schiff, vom Landesteg runter, geht da in die Stadt rein. So siehst du die ganzen komischen Kuppeln und sonst wie. Und irgendwann, so nach ein paar Sekunden realisierst du, oh, das ist ein Rotlichtbezirk. Das musst du nicht wissen. Also es ist insofern noch immer familienfreundlich zu dem Zeitpunkt, weil es wird niemand gesagt oder sonst was. Aber jeder, der weiß, worum, der so, das Prinzip kennt, wird es erkennen. Aber ich finde es sehr passend, wie abstrus. Für mich hat es wirklich, das waren so auch Szenen, die für mich null Star Wars gewirkt haben. Hä? Es sah aus wie in Star Trek, wirklich. Alles irgendwie. Ja, nebenbei, du verwechselst, habe ich das Gefühl, du verwechselst irgendwie die Konföderation oder sowas wie die alternative Föderation genannt wird, die ein bisschen arg nicht totalitär, aber... Ich sag nur, wie es gewirkt hat, und das war halt so auch mit den ersten Folgen, wo alle einfach schlecht gelaunt sind, alles ist Blade Runner-esque und alles, und das hat mich schon so wirklich so, in was für einem Universum bin ich überhaupt, aber das Thema hatten wir. Mhm. Das gehört tatsächlich für mich zu Teilen vom Star Wars-Universum absolut dazu. Das zumindest war es schon immer für mich im Hintergrund auch da. Nicht jede Welt ist komplett scheiße, aber viele Welten und vor allen Dingen die Leute haben ihre Schwierigkeiten. Es ist. Aber wir hatten es ja auch im Han Solo-Film. Wobei ich mich da schon gefragt habe, so, okay, dass Corellia so aussah, wie es aussah und so weiter, war dann schon so eine der Welten, die offensichtlich ein bisschen näher am Kern ist oder irgendwer wohl etwas bedeutender ist, wenn so viele Sachen zumindest von Schiffsnamen und sonst was scheint es bedeutend zu sein. Gut, macht Sinn, dass es irgendwo industriell ist, aber trotzdem war es komisch. Aber klar, die haben da effektiv neu angefangen zu schreiben, trotzdem wirkt es komisch. Aber was halt auch eine Sache ist, Corellia ist eine große Welt. Genau, das hatte mich da ein bisschen unsicher gemacht und so weiter. Zusammen mit, dass ich eben andere Erwartungen hatte aus der Vergangenheit her. Das hier sind eher so, sind eher koloniale was man so mitbekommt, sind eher koloniale Außenposten oder sonst noch irgendwas. Oder Außenposten ist vielleicht das nicht richtige Wort, aber. Es sind keine Hauptwelten oder sonst was. Das ist, wo du, hier hast du deine Bergwerkskolonie oder sonst noch irgendwas. Es wirkt halt nach den typischen, es hat eher so das Flair von halt einer Kleinstadt, einer Minenstadt oder sonst noch irgendwas. Weißt du, wie ich meine? Es hat Flair von Blade Runner auch. Nein. Doch. Blade Runner hat erstmal das Flair, also zumindest das Originalding von einer fucking mega Monsterstadt und einer Welt, die ungefähr vor 2 Stunden oder vor 20 Jahren ungefähr offensichtlich ökologischen Kollaps hatte und eigentlich jetzt ein Wunder ist, warum hier überhaupt noch irgendjemand lebt. Du kannst auch stattdessen Pandora-Avatar oder Alien-Universum riecht auch ähnlich.
Ja, das Alien-Universum ist schwer zu sagen, tatsächlich von den Filmen her, weil du da tatsächlich nie eine funktionierende Welt siehst. Das stimmt, ja. Es gibt Hintergrund, klar, der irgendwo mal geschrieben wurde oder sonst wie, aber Es da gibt wäre ein ich mal vorsichtig. Alien-Rollenspielsystem. Ja, habe ich, super. Erde, mittelprächtig, aber gar nicht mal so fucking katastrophal. Aber ja, es ist halt terraformt wird so weit, wie man es braucht, sagen wir es mal so. Ja. Wie es in zum Kommentar zu Dead Space war, hey, hier gibt's, die haben hier sogar ein paar Grünpflanzen reingestellt, die gar nicht dekorativ aussehen. Aber so wie ich die Firma kenne, sind die in Wirklichkeit essentiell. Und wenn einer den Baum umhackt, sterben 1000 Leute mal wieder oder so. Aber sie verkaufen es dir als Deko. Okay, machen wir mal bei Andor weiter. Wir sind noch immer beim Design. Es gibt nämlich noch eine weitere Sache. Oder sagen wir vielleicht auch so vom, wie funktioniert was? Der Droide, B oder wie er heißt. Ja, okay. Okay, also vom Design her kann man ja ganz so machen. Ist vielleicht auch noch das Teil, was am ehesten Star Wars gewirkt hat, wobei das Ding schon eher gewirkt hat, wie inspiriert von den Droiden oder Robotern von das Schwarze Loch, was eine Kopie quasi oder stark angelehnt von Star Wars war, wo sie gemerkt haben, okay, die Leute wollen lustige Roboter haben, also mach mal lustige Roboter auch rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie die beiden da hießen. Und der sieht wiederum aus wie ein Abkömmling von denen, wobei die sich ja auf R2D2 quasi da die Verwandtschaft bezogen haben. Klingt nach Evolution, ja. Du Weiter? kennst nicht das Schwarze Loch von Disney. Ich habe es nie gesehen. Ich habe eine Menge drüber gesehen, aber ich habe es mir noch nie angeguckt. Guck's dir an. Guck's dir Ich an. dachte, weil, was ich von Robotern da weiß, war, dass es echt üble, schlechte Maskenarbeit war in erster Linie eigentlich. So das klassische Typ in einem Anzug, der als Roboter durch die Gegend läuft. Nein, Nein? gar nicht. Okay. Das waren Roboter schon. Okay. Auf jeden Fall, ich will nicht ablenken. Okay, dann, dieses Ding sieht älter aus, muss theoretisch auch älter sein, Ja, er ist so als ungefähr. andere R2 oder R4-Einheiten, Ist so ungefähr kann 20. aber sprechen. Was so für mich, why? Aber ist okay, sie wollten sich halt wieder Mühe sparen, ist meinetwegen. Und dann kommt halt das. Ich meine, ich könnte sagen, es gibt tatsächlich eher weniger Handlungslücken in der ganzen Serie, weil es auch viel weniger Handlung gibt, weil die Handlung einfach richtig ausgedünnt wird über viel lange Zeit mit langen Szenen. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Er braucht Energie, viel mehr Energie zum Lügen. Bitte was? Interessante Idee, finde ich, oder? Nein, sie passt an keinem Ende mit irgendwas zusammen. Mit purer Logik nicht. Und auch nicht was. R2D2 lügt sich durch die ganze Episode 4 durch. R2D2 kann nicht reden. Er kann Töne von sich Du geben. weißt genau, was R2D2 will durch C3PO. Und Ja. C3PO lügt genauso. Ja, mittelprächtig, ja. Also, Offensichtlich strengt es mehr an, aus welchen Gründen auch immer. Und er ist vielleicht anders programmiert. das Aber hat mit meiner Programmierung nichts zu vor tun. allen Dingen. Wenn ich in Basic sage, Print 1 ist gleich 2, dann habe ich einen Computer dazu gebracht und was sei er noch so alt, eine Lüge auszudrücken. Ja gut, aber das Und ist es eine Lüge, kostet mit mich viel mehr der... Energie. Okay, kann auf die Art funktionieren. Also so, Wo wenn ist das das? in die Das gibt. Grundlage rein ist. Also so wie ich das verstanden habe, ist einfach so, dass er von seiner Grundnatur her dazu es gemacht ist, immer die Wahrheit zu sagen. Das heißt, wenn er lügen muss, muss er sich extra die Story und irgendwas drumherum Muss ausdenken. er ja gar nicht, er soll nur eine Sache Das sagen. klingt zwar ein bisschen schräg, aber Aber das muss er doch gar nicht, er muss nur eine Sache sagen, die nein, kostet ihm doch. muss er nicht, weil das bringt nichts. Wenn jemand nachfragt oder sonst was, es geht darum, dass er tatsächlich lügt. Ja, aber dieses Dass Konstrukt er kriegt er mitgeliefert, da muss er sich nicht selber ausdenken, was irgendwie Energie kosten Und wenn er würde. anders wenn er nochmal in einem anderen Rahmen gefragt wird. Dann braucht er vielleicht gar nichts sagen. Ja, und ist vielleicht das schwierig. Man kann sich diskutieren, ob das eine so tolle Sache ist. Ich fand die Idee interessant mit dem Lügen, definitiv, dass es sehr extra kostet. Vor allen Dingen, weil es nochmal eine Betonung drauf war, dass das Ding definitiv auf dem Zahnfleisch läuft, langsam aber sicher. Merkst du. Also, dass das Ding ja, der ist auch ziemlich. Also,
Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, aber tatsächlich die einfachste Beschreibung dafür ist, es ist ein greiser Droide. Ohne dass er halt im klassischen Sinne wie ein alter Mann sich nicht mehr bewegen kann oder sonst was, aber es ist halt ein Droide, der langsam aber sicher auseinanderfällt, egal was man macht. Ja, war schon irgendwo goldig, aber dieses Konzept ist halt, du kannst doch keine Konzepte plötzlich einführen, die es nie irgendwie in der Welt gegeben hat, wo schon tausende Roboter gezeigt wurden oder Androiden. Deswegen, das ist für mich das, was die Droiden oder Androiden, wie sie eigentlich heißen, von rein Robotern unterscheidet. Die haben Bewusstsein. Bewusstsein, die sind quasi wie Lebewesen, nur halt funktionieren sie mechanisch. Sie haben natürlich auch eine Art Programmierung, zum Beispiel. Und das ist was, das haben sie da vielleicht auch einfach vertauscht, weil C-3PO in Episode 6 sagt, er kann nicht einfach einen Gott darstellen. Da kann ich mir vorstellen, ja klar, die sind vielleicht durchaus so programmiert, dass sie nicht etwas darstellen sollen, was sie nicht sind, rangmäßig. Das Oder hat aber den mit eigenen Besitzer anlügen. Lügen nichts zu tun. Oder den eigenen Besitzer anlügen. Das Ist ja vielleicht auch nicht unbedingt etwas, was man normalerweise einem Droiden mitgibt, oder? aber R2 lügt. Aha. Luke ist definitiv sein Besitzer oder Onkel Owen und der lügt die an. Wann, wett, wo? Achso, du meinst, wo sie Onkel Owen von Episode 1 ausgesehen auf Episode 4 ausgesehen jetzt, oder wie? Meinst du das? Wo sie die Droiden kaufen von den Jawas? R2 redet die ganze Zeit halt gegenüber C3PO von dem Auftrag, Ja. den er Luke gegenüber komplett verschweigt, Ja. was auch eine Lüge ist. Dass er Was keine Lüge ist, tatsächlich sagt er nicht. Oder? Nö, er will, teilt tatsächlich keine Informationen. Punkt aus. Er macht ja komplett nichts. er zeigt absichtlich nur einen Ausschnitt. Er sagt, er sei da womöglich defekt, obwohl er völlig absichtlich nur diesen Ausschnitt Ah, dann bist gezeigt du dir hat. sicher, dass das so ist. Ich meine, Ja. es macht voll Sinn. Ich habe es ehrlich gesagt immer gekauft, dass das tatsächlich ein Defekt kurz war. Nein. Weil er auch gleichzeitig gerade mit diesem Bolzen oder sowas Ab rummacht, der der offensichtlich sagt, mit denen was macht. das ist ein Vorwand, um den Bolzen loszukriegen. Vom womöglich kann ich es ja abspielen, wenn du den Bolzen wegmachst. Und Das dann macht er schon, ihn weg. das auf jeden Fall, Und ja, das auf dann macht jeden er ihn Fall. weg. Ja, Und dann dann sagt er, fick dich. so, was? Was für eine Nachricht? Oh, ich habe keine Ahnung. Und dann ist Kenobi endlich da. Oh ja, ich glaube, ich habe die Nachricht. Und dann spielt er die Nachricht komplett ab. Weil, ja, R2-D2 lügt sich da komplett durch. Planvoll. Und ich sehe nicht, dass es ihn mehr Energie kostet. R2D2 ist aber auch besser in Schuss als das, so könnte man sagen, dass er offensichtlich damit besser klarkommt, Und egal was. älter, denn er kann nicht sprechen. Ja, offensichtlich auch, ja, aber auch offensichtlich besser gewartet worden. Ich meine, der Kerl war in königlichen Diensten, das Ding ist auf einem Schrottsammlerplaneten gelandet. Luke sagt ausdrücklich, in was für einem schlechten Zustand die Droiden sind. Die haben ja Sie ganz schöne sind durch Kerben. die Wüste marschiert! Die haben ja ganz schöne Kerben und so weiter. Und C-3PO erzählt auch, was die dann so die letzte Zeit mitgemacht haben. Ja. Aber es Also. ist trotzdem, wie gesagt, die sind ein paar Tage durch die Wüste, unter anderem. Ja, und was auch viel Energie gekostet haben dürfte. Vielleicht haben sie es ja zwischen aufgeladen. Kleiner Unterschied. R2 hat keine Solarpanels. Tatsächlich, meine Vermutung war tatsächlich eine Befürchtung, die sie haben mit dem kleinen Droiden, oder komme ich jetzt eigentlich drauf, ist, dass wenn der Kleine tatsächlich schafft, komplett alle Energie zu verlieren, kann man schon wieder aufladen. Aber seine Persönlichkeit ist weg, weil der Speicher leer ist. Hey, nie dauerhaft gespeichert oder sowas? Die Vorstellung habe ich, ey, ich habe genug Daten verloren, wenn sowas zusammengekackt ist inzwischen. Ja, wir reden von etwas analogeren Sachen, weil die Dinger sind offensichtlich sehr analog unterwegs. Aber ja, nee, ich liebe den Kleinen. Ich fand es gut gemacht. Ist auffällig, dieses Konzept. Ist gleichzeitig, finde ich es. Ich fand's erfrischend. Ist halt wieder so ein kleiner Baustein, der mir so, ah, Leute. Also ich finde nicht, dass es sich beißt. Es ist ein Ich etwas schon. schräges Konzept, aber ich finde nicht, dass es sich beißt mit dem Zeug davor. Ich kann das ohne weiteres einfügen, weil ich sehe, das Ding ist wirklich der schrottigste Droide, der irgendwie eine halbwegs größere Rolle bisher gespielt Okay, hatte. der halbwegs, okay. Sonst Ja. hätte ich gesagt, Es dieser. gab genug Dinger, ich meine, wir haben Droiden gesehen, die auseinandergeflogen sind beim Angucken, effektiv. Ich sag nur diese R4-Einheit. Ah, welche R4 eine? Dieser der rote.
Hey, es Ey, Onkel Owen, da gibt es ein paar Verschwörungstheoretiker, die weiß Gott was. Oder war das R4, R2? Ich weiß nicht mehr, was für eine Bezeichnung er genau hatte. R5, der rote halt. R5, glaube ich. Ja, interessiert auch niemanden. Ja. Okay, was habe ich mir noch weiter notiert? Ich gehe es mal weiter durch, um zu einem neuen Thema zu kommen. Wir waren jetzt bei Design, so, ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile durch und prinzipiellen Überlegungen und ich würde mal gern weitermachen bei Handlungslücken. Nämlich auch mit interessanten Zeug. Mit der Handlung. Ganz prinzipiell gibt es halt wirklich wenig Handlung, weil viele Szenen sehr lange und sehr langsam gedreht sind, was wirklich oft auch ein bisschen anstrengend war. Also das Ganze hat deswegen für mich sich echt gezogen, stellenweise. Und oder machen wir generell handlungstechnisch weiter? Also ich sag's so, zum Handlungstechnischen. Die Serie hat ein Problem, und es ist tatsächlich, du musst zum Ende der dritten Folge kommen. Es ist tatsächlich, der Anfang ist wichtig, weil es die Grundlage für alles andere ist. Aber jenseits der ersten Szene ist es sehr langsam und es gibt wenig, was direkt greift. Das sind alles, finde ich, an und für sich gute Szenen, aber sonderlich viel Spannung oder absolut dichtes Greifen, greifende Spannung kommt da noch nicht so richtig auf, weil du halt erst noch reinkommst. Und da lässt es sich sehr viel, Zeit, was ein bisschen doof ist. Ich sehe es, weil es ist wirklich fürs Gesamte und fürs Finale dann sowieso extrem wichtig, die Grundlage. Aber die ersten drei Folgen sind schon, die ersten zwei, die in der dritten knallt so richtig, aber es ist halt, die ersten drei sind ein bisschen arg langsam. Es beim ist Rest zwischendrin aber auch halt immer wieder, dass das Szenen zu lang und zu langsam sind. Und ab vier, tatsächlich habe ich mir aber gedacht, als ich es mal so angesehen habe, das ist eine Serie, zum ersten Mal seit weiß nicht wie langer Zeit, wo ich keine unnützes Fleisch eigentlich drin sehe tatsächlich. Mhm. Wo ich nicht das Gefühl habe, so dieses, okay, ich habe hier meinen Plot und den drehe ich, walze ich jetzt über die 30 oder 10 Folgen aus bis zum geht nicht doch, mehr. Doch, da war noch was. Was? Das ist nämlich das gespannt. Das ist auch zusammen mit dem, ist es Star Wars, wie fühlt sich das so an? Geht damit, ich weiß nicht, ob das, also mit diesem, das lang gedehnt wird, es sind einfach, es hat Elemente, die einfach nichts drin zu suchen haben, weil sie einfach völlig random sind. Mhm. Und zwar dieser Milchbubi-Konzernstyp. Der möchte gern Gestapo. Der eigentlich bei der einen Folge einfach hätte abgeknallt werden können oder in der Originaltrilogie einfach irgendwann von Vader erwürgt worden wäre und niemand mehr interessiert hätte, weil er ab da einfach tatsächlich auch ausscheidet. Und da sehen wir plötzlich, außer dass er zum Creepy Stalker und möchte gern Helden wird. Der einfach zum nur Helden in seiner eigenen Geschichte vor allen Dingen. Das finde ich das nette Mitrettung der Prinzessin und allem. Die in Wirklichkeit, glaube ich, sich denkt, oh meine heilige Scheiße, ich bin mit einem Psycho hier eingesperrt. Ja, was so wirklich so muss das sein. Leute, es gibt Leute, also es gibt Autoren, die können Psychogramme schreiben, die können Psychogramme von Figuren schreiben, dass es in einem Film realistisch rüberkommt, interessant rüberkommt, spannend rüberkommt. Ein random General, der quasi gefeuert wurde, zusammen mit seiner Mutter zu zeigen, Leutnant, zusammen mit seiner Mutter zu zeigen, die da halt wirklich versucht, ihn zu bemuttern, gibt und ihn der gleichzeitig Serie nicht. Klein gibt, zu machen. Die gibt weder der Figur was, also die gibt weder der Serie was. Ich habe, finde ich, daran schon gut gesehen, warum der Kerl sich danach sehnt in einem autoritären Regime, nicht nur da ein Teil davon zu sein, sondern hoffentlich auch da eine Rolle zu haben und so weiter, dass der Kerl versucht, seinen Wert damit zu füllen. Ich fand die Szenen super.
Ich finde find diese Figur wie die ganze Serie funktioniert. Ich finde diese Figur so egal, wie irgendein random General den Vader irgendwann erwürgt. Und ich finde sie wesentlich wichtiger als die meisten Figuren in der Originaltrilogie, weil die tatsächlich keine großen Stories erzählen. Die will ich von denen auch nicht sehen. Ja, und hier hast halt tatsächlich, also du hast ein Bild in jede Richtung. Ich meine, was ich auch so toll fand, am Anfang oder eine Zeit lang bist du mit der Lieutenant beim Compton oder sonst was, bei der Star Wars Gestapo. Am Anfang tendierst du schon ein bisschen dazu, ein bisschen mit der irgendwo mitzufiebern oder sonst was, oder zumindest ansatzweise positiv gegenüberzustehen, bis du halt mal kriegst, was sie natürlich macht, wenn sie nicht der Underdog ist, für wen die da eigentlich arbeitet, und dass sie sich dessen auch vollkommen bewusst ist, dass die halt ja fucking noch einfach ein Monster ist, seien wir mal ehrlich, aber zumindest sich wie ein Monster verhält. Und es erzählt eine Menge Geschichten von eine Menge Figuren und die Gesamtgeschichte die Gesamtgeschichte ist schlicht und ergreifend der Beginn von einer Rebellion, und einer Rebellion, die übrigens top-down versucht wird zu erreichen von oben, die eben gleichzeitig auch den Aufruhr, die halt mehr und mehr in der gesamten Galaxie Aufruhr für Rekruten, für Leute, für Unruhe, für ist aber genau Chaos fehlt. Das ist genau das, was mir fehlt. Es werden halt kleine Häufchen gezeigt. Ja, die Zellen, die alles Mögliche noch von den Klonkriegen oder sonst wann übrig sind, aus allen möglichen Richtungen, aber der, die sich langsam zusammenfinden oder eben nicht zusammenfinden. Ja, wie gesagt, das Thema hatten wir, dieses Top-Down wird mir einfach nicht gezeigt, nicht plausibel in irgendeiner Form. Auf jeden Fall, ich will auch keine random Bösewichte drin haben, und deren Familiengeschichte will ich einfach da drin nicht haben. Ich meine, so ein Universum, so ein Star Wars-Universum, ist scheißegal was für eins, ist keine komplette Chronologie, wo du jeden Millimeter mit drin verfilmen musst, sondern darum geht's ja auch nicht. Du willst eine Geschichte erzählen, und solche Figuren spielen einfach keine Rolle. Und die spielen eine Rolle, und das ist das Thema von der Serie ist, dass diese Figuren eine Rolle spielen. Gegenfrage. Ja. Wäre Episode 4 besser gewesen, wenn, stell dir vor, die Szene, Darth Vader ermahnt Captain Nader zum letzten Mal. Aha. Captain Nader geht irgendwo in den Hinterraum, seine Privatgemächer, da wartet seine Mutter. Mutter wieder, na, was hast du dir wieder anhören müssen? Du musst weiter in deiner Kalle. Hätte das Episode, nee, es ist nicht Episode 4, aber es ist wurscht. 5, Müsste 5 sein. Hätte das Episode 5 besser gemacht? Denkst du, Neda hat so eine Mutter? Ich bezweifle's. Hätte das Episode 5 besser gemacht? Ist ja scheißegal. Meinetwegen sein Onkel. Irgendwas familiäres, was irgendwo seine Handlung begründet. Weil das hat mit der Episode nichts zu tun. Darum geht es ja. Ja, und das hat damit da nichts zu tun. Das hat mit der Rebellion nichts zu tun. Das hat mit den Widerständen dann nichts zu tun. Das hat mit der Story nichts zu tun, warum er ein Karrierist ist. Das interessiert eigentlich gar nicht. Klar kannst du es filmen, du kannst es begründen. Naja, du wärst halt massivst einseitig halt natürlich auch. Das ist was ich meinte. Es gibt Autoren, die können Psychogramme verfilmen von solchen Leuten. Mhm. Die können eine interessante Story stricken, aus beide Seiten zu zeigen. Mhm. Und da finde ich Star Wars A schon die falsche Bühne. Und B, okay, ich bin fürs Experimentieren, aber dann sollte man es auch können. Und ich finde es einfach nicht gekonnt. Es ist wie random mitten rein. Ich finde es super, ehrlich gesagt. Du darfst es super finden. Ja. Aber es ist exakt wie ich hatte jetzt noch ein anderes Beispiel. Dass der ganze Einbruch in diese Garnison da, da habe ich mich auf einmal wieder gefühlt wie im Genre der Coup. Es gibt, ich erkläre es, es gibt aber Dutzend Filme, die einen Coup verfilmen. Also wo eine Gruppe Leute. Heist-Movies. Okay. Ja, genau. Also irgendwo einbrechen, um ein Vermögen zu klauen. Mhm. Es gibt auch ein reales, ganz berühmtes Beispiel, wo in England
ein paar Leute einen Zug mit einem Geldtransport überfallen haben. Was mit Geld. Dann überfallen wir? Der große Bahnüberfall, wo es genau. Da, glaube ich, 5 oder 6 Filme inzwischen gemacht ja, haben genau. Davon. Und das ist ein ganzes Genre. Great Train Robbery. Mit, da gibt es so viele Filme, die sowas Ähnliches machen einfach. Und da gibt es so brillante Filme. Und sie haben es halt auch einfach versucht, einen Andor reinzuquetschen. Und es ist einfach nicht halb so spannend wie in irgendeinem von diesen Filmen. Also, es gibt sicher Filme, die es deutlich besser gemacht haben. Ich fand, das war super spannend, den Andor. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, eben, deswegen war ich auch für thematisch eher, ob in diesen Episoden zum Beispiel du von dem Kerl überhaupt wirklich noch was gesehen hast. Zum Beispiel von unserem kleinen Schreibtischtäter, möchte gern Schreibtischtäter vor allen Dingen, noch irgendwas groß zu sehen war. Ich glaube, da haben sie ihn größtenteils zum Beispiel ignoriert, weil es halt für die Folgen auch nicht mehr von Bedeutung war, wenn ich mir recht entsinne. Ich fand es wirklich gut. Ich fand es gut gemacht und das war der Zeitpunkt, wo die Serie auch so richtig Fahrt aufnimmt. Weil sie richtig, richtig Fahrt aufnimmt, nimmt sie, sobald du merkst, dass er, dass Andor zwar eigentlich am liebsten zur Rebellion gehören würde, offensichtlich oder zumindest für die Rebellion bereit ist, Dinge zu riskieren und so weiter, ihnen den grob theoretisch den Idealen sehr, sehr nahe liegt, aber halt trotz allem nicht wirklich nicht sein Leben, vor allen Dingen seine Mitbewohner, will ich sagen, seine nennen wir, Familie dafür aufgeben will. Und die Rebellen dann, oder die möchte gern Rebellen, stichbegreifend sagen, oh, in dem Fall leg den lieber um, es ist quasi eine scheiß Idee, ein loses Ende zurückzulassen, was einen Sinn macht leider auch. Also ich muss ja schon sagen, weil du sagst, die Serie nimmt an Fahrt auf, ja. Also wenn ich jetzt mal meine Begeisterung für die Serie in einer Kurve festhalten wollen würde, dann beginnt es in den ersten Folgen wirklich so, da unten irgendwo, kriecht sich dann so ein bisschen hoch. Und ist in der zweiten Hälfte, kommt es tatsächlich zu so einem Bogen. Und wenn ihr hier eine gedachte Linie habt, so ab hier empfinde ich es als einigermaßen gut, dann kommt es so ein bisschen, reicht es aber nie ganz. Was hältst du vom Gefängnis-Geschichte? Da tatsächlich mehr Handlung drin ist, treten auch mehr Handlungslücken auf. Szenen, Lücken? Wo ich halt direkt schon... Wo haben die zum Beispiel ihr Haargel her, wenn es da so furchtbar ist? Aber keine Ahnung, ich sehe mal Haargel. Welches Haargel? Der von dem Chef von den anderen 49, gerade in der Abteilung 7 oder was ja. Das ist. 5, keine Ahnung, welcher. Also für mich sah es eher nach verschwitzten, nach Jahr verschwitzten Haaren aus, das ehrlich gesagt. Das ist straight nach hinten gegelt, aber ist okay. Ja gut, keine Ahnung, vielleicht nimmt er seine geschmacklose Brühe. Wäre nicht das erste Mal. Hält natürlich bis zum Dienstschluss, klar, 12 Stunden. Es sind auch noch andere gegelt, was halt einfach so Leute. Und dann halt so die, schon die Vorstellung da drin. Ja, so, ja, ihr fragt euch, warum wir... Also die sehen nicht gut aus, das möchte ich mal erwähnen. Ihr fragt euch, warum wir keine Waffen tragen. Weil, und dann zückt ihr dieses kleine Gerät, der Boden wird an deren Stelle elektrisch. Und deswegen, nur warum tragen sie dann trotzdem ihre Schocker, drohen auch damit... Und das Wachpersonal trägt ja trotzdem Waffen. Also diese ganze Einführungsszene ist wieder so... Weil die Schocker etwas persönlicher sind, etwas kleiner, ein kleineres, die ein also wenn wir es mal logisch angehen, die einen Eskalationsspielraum geben tatsächlich. Und du nicht gleich eine ganze, nicht gleich 10 Leute frittierst, wenn du eigentlich bloß einen Typen dazu bringen willst, jetzt mal 10 Zentimeter, jetzt mal 1 km/h schneller zu laufen. Ja, aber dann Waffen tragen sie ja trotzdem. Das heißt, diese ganze... Die Blaster sind für den absoluten Notfall da. Den tragen sie ja normalerweise gar nicht. Doch, schon in der Einführungsszene, als reingeleitet werden, da haben sie nur die Schocker. Da haben sie nein, nur die Schocker. Nein, das sind noch Blaster. Nein, da hatte ich extra drauf nochmal geguckt, da hatten sie keine. Ich habe extra nochmal drauf geguckt, weil ich mir das nochmal extra zurückgespult habe dann und habe da direkt Blaster gesehen. Vielleicht nicht direkt in dem Gang, das weiß ich nicht mehr, aber sie tragen da auf jeden Fall schon Schocker. Innen drinnen tragen sie Blaster, ja, aber das Begrüßungskommando nicht. Gerade innen drin wäre es von der Logik her eigentlich auch egal. Es sind dann noch andere kleine Sachen, wie zum Beispiel, wo er dieses... Wo er sich da entfernt beim Aufstand dann, wo er, da ist also so ein Metallrohr, was er verbiegt und verbiegt, damit dann das Wasser rauskommt, verbiegt und verbiegt, während du hinten halt siehst, wie der Schlauch reinläuft, ein Plastikschlauch, den halt einfach abreißen kann. Offensichtlich läuft das Wasser nicht durch, aber ich habe mir auch gefragt, aber er wird wohl wissen, warum er es macht. Aber ja, also. Bei einer fremden Anstalt, bei einem fremden Gerät, keine bei. Keine Ahnung, du kannst es hören, keine Ahnung, vielleicht kommt, dann merkst du dann, okay. Da pitzelt's, keine Ahnung. Es ist halt auch, das Ganze hat für mich Mandalorian-Vibes gehabt an der Stelle, weil Worf zum Rebellen kommt und korrigiert und etc. denen was beibringt oder auch da drin. Ist immer wieder, der weiß eine ganze Menge, der hat eine ganze Menge durchgemacht.
Aber auf seinem Heimatplaneten, so wird er als Versager gesehen. Keiner mag ihn, keiner redet mit ihm, alle hassen ihn. Und es ist nicht so wirklich ersichtlich, warum, außer dass. Ja, weil einer von ihm Geld will. Die Dialoge dazu sind aber allerdings auch, finde ich, so grausam schlecht. Schon der allererste Dialog, wo er in dieses Rotlichtteil da reinkommt, ja. Niemand hätte sich so verhalten. Und dieses Niemand hätte sich so verhalten ist an Cassians Stelle, übrigens sage ich Cassian, ich weiß nicht, warum es immer englisch ausgesprochen wird. Mhm. Niemand würde sich so verhalten. Wenn die wissen, wie schlimm die Wachen da sind, dann bitte, bitte, wir können später reden, besorgst denen erstmal. Oder auch, wo er bei den Rebellen vorgestellt wird, ja. Alle misstrauen ihm, offen, machen ihm Vorwürfe, etc. Und er schweigt sie nur und blickt sie so mit knallhartem Blick an und so weiter. So wird sich auch keiner verhalten. Ich würde zumindest mal irgendwie irgendwas in der Richtung Hallo sagen, ich kann euch verstehen, wir können gern mal drüber reden oder irgendwas. Aber stattdessen macht er die Situation natürlich irgendwie nur schlimmer, verhält sich wie ein komplettes Arschloch. Das habe ich befürchtet, dass es stark in die Richtung geht, aber ich fand, das haben sie Schwäche gemacht. Der Punkt war ja, er kann wenig sagen, weil er ist wirklich in einer Scheißsituation drin. Er ist nachträglich reingekommen, von jemand, wo die Team gegen den Willen der Teamchefin. Und die Teamchefin wiederum darf aber nicht, darf grundsätzlich nicht sagen, dass sie selber einen Boss hat, der ihr eigentlich ihr vorsteht. Und was spricht dagegen, genau das zu sagen, was ich gerade gesagt habe? Hallo, ich weiß, die Situation ist für uns alle jetzt dadurch ziemlich überraschend und wir müssen miteinander klarkommen. Ich muss auch euch vertrauen. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Irgendwas in der Richtung, aber er sagt einfach nichts, gar nichts. In der Richtung sagt er, aber es ist wirklich nicht sonderlich gut. Und die Dialoge von Beginn an, was so Sachen angehen, sind halt wirklich, die Spitze fand ich in Episode 2 oder 3, oder wo das war, mit dem, wo diese Konzernwachen da, seine Freundin, die auch nicht irgendwie verdächtig ist, während sie ja Cassian suchen, ja, und da halt an der Mauer haben, sie blutet halt ein bisschen und ihr, also dieser Nebenbuhler, ich weiß nicht genau, wer das ist, ihr Freund, keine Ahnung, kommt halt da dazu, mein Herr, was ist da los? Und die deuten mit der Waffe auf ihn und sagen, Ruhe bewahren, etc., siehst du an der Mauer und so weiter, ja, und, ja, was ist mit ihr, sie blutet, und der so, bleiben Sie da stehen, und was jeder normale, vernünftige Mensch gemacht hätte, wäre, ist, okay, ich kooperiere, ich kann nicht irgendwie helfen, stattdessen, renn auf die Zunge. Und halt, an dieser Stelle muss ich kurz mal reingrätschen, denn meine ausufernde Agitation bemüßigte mein Mikrofon, sich mal wieder aus seiner Klammer zu lösen und den gesamten Rest unserer Diskussion unbemerkt auf meinem Schoß zu verweilen, resultierend in einem deutlich schlechteren Klang, immer wenn ich rede. Also ich ist Alex, was die Andor-Fans aber sicher begrüßen werden. Also, einfach damit ihr Bescheid wisst, was ab hier nun los ist und wieso. Und ja, wir haben endlich neue Mikrofonklammern bestellt, denn das war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Naja, und weiter geht's. Sorry für die Störung und sorry für den Ton ab jetzt. Oh Gott, sowas erwarte ich in 50er-Jahren schlechten, furchtbaren Film. So lief die Szene nicht. War wesentlich chaotischer, war genau wesentlich so. Unruhiger. Und vor allem, und es ist halt tatsächlich die, das war eine eskalierende Situation und die von Anfang an, finde ich, auch so angelegt war tatsächlich, weil ja, ihr habt mit unklarem Auftrag gehen wir rein, aber prinzipiell können wir machen, was wir wollen. Nein, du siehst es jetzt gerade aus der Situation von den, die schießen, ich rede von aus der Situation von dem, der einfach das waren, glaube ich, 2 Sekunden tatsächlich, wenn ich mir die Stelle, ich habe jetzt, wie gesagt, die Stelle ein paar Mal gesehen, aber es ist im Prinzip so, ey, was ist los, drauf zu, stehen bleiben, batz. Nein, die haben ihn zweimal verwarnt vorher. Und dann rennt er auf einmal trotzdem so, aber sie blutet! Also es ist nicht so, das ist tatsächlich einfach, also ich habe, sagen wir mal, Schlägereien so schon anfangen sehen, sagen wir es mal so wie er reagiert. Schlägereien vielleicht, aber nicht, wenn eine Waffe auf dich gezeigt wird.
Nicht jeder rechnet damit, dass wirklich eine Waffe auf dich gerichtet Moment, wird. Phoenix ist, offensichtlich nicht sonderlich. Das widerspricht dann aber dem, was für einen Ruf diese Konzernis da haben. Diese Konzernis haben nicht wirklich einen Ruf, weil sie normalerweise auf der Welt kaum unterwegs sind. Sie kommen von einer ganz anderen Welt. Auf jeden und Fall. Und so weiter. Aber gerade das Setting da drin ist einfach so, zum Beispiel, wo sie alle auf ihr Metall da klopfen, während sie die suchen. Und dann sind sie bei der Oma. Und die Oma sagt halt so, Sorgen solltet ihr euch machen, wenn es aufhört. Ja, sie will denen Angst machen. Ja, okay, nein, das passt schon nicht. Erstens, das heißt, sie haben einen Plan, dass was passiert, wenn es aufhört. Wenn es aufhört, passiert aber nichts. Mhm. Also haben sie keinen Plan. Das passt aber wiederum damit nicht zusammen, dass sie alle gleichzeitig in der gesamten Stadt aufhören. Das ist eine Einschüchterungstaktik. Und dass sie aufgehört haben, das frage ich mich tatsächlich auch. Aber was ich ist es eine Einschüchterungstaktik. Ich glaube, die haben einfach irgendwann aufgegeben, mehr oder weniger. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wann sie aufgehört haben. Mittendrin, tatsächlich. Während sie sogar ja, noch da war was, haben. Die Handlung war, das war das eine. Das war ein bisschen komisch an der Stelle, tatsächlich. Das ist halt auch so, wo ich... Also ich hätte erwartet, dass sie aufhören, wenn es das erste Mal was in die Luft fliegt, weil sie sich denken, ja. Deckung! Ja, also. Aber es war im Prinzip eine. Es war. Also zuerst dachte ich, ja, und dann so. Nee, Moment, das ist reine Einschüchterung. Niemand hat wirklich eine Idee, was jetzt so darauf folgen soll. Und die Handlung ist halt auch so: da stürzt alles zusammen, die Teile fallen an runter, er will trotzdem dieses wertvolle Teil irgendwie noch retten. Was halt auch, ich weiß nicht, wer sich so verhalten hätte, was auch wieder. Was? Ja, ernsthaft, wenn dir ein kleines Vermögen geboten wird und so weiter und etwas, wo gleichzeitig du der Meinung bist, das ist eine gute Idee und so und dein Ticket für sonst noch irgendwas, da würde ich auch mir überlegen, das zu machen. Während gleichzeitig draußen schon der Mob umkreisen ist, also die Konzernis überall sind und... Naja gut, dem Kerl musste klar gemacht werden, dass da mehrere Leute noch unterwegs sind. Der hat ja zuerst gedacht, hey Moment, das ist doch bloß noch einer, mit dem kommen wir doch klar. Ja, Spacko, der wird nicht allein sein. Ja, da gab es das Kommentar, wir werden umstellt. Nein, es waren immer noch nur zwei Leute, aber... Vier, aber ja. Ist wurscht, die waren aber woanders. Auf jeden Fall... Ich fand interessant, beim ersten Mal gucken dachte ich, gar kein schlechter Plan, wie die Konzerne das anlegen. Beim zweiten Mal gucken so, die haben nicht wirklich einen Plan. Ja, die waren schlecht. Aber ich habe mein Fehler war, beim ersten Mal habe ich es auf Deutsch gesehen, beim zweiten Mal habe ich es auf Englisch angehört, vor allem die Rede, und ich dachte so, sind das Spackos. Ja, sie wirken wirklich wie Spackos und ja, sind sie, also sind sie, wenn du es im Original anhörst, das sind Typen, die wichtig sein wollen. Das sind wirklich die, im Englischen schon schön gesagt, Mall Cops. Genauso, wenn man weiß, dass die so sind und die wissen auch alle, wie die ticken, die gehen ja mit diesen Spackos die ganze Zeit auch um, dann verhält man sich nicht gegenüber denen so. Das zum einen. Und dieses ganze Verhalten denen gegenüber und ich fand die Dialoge grausig, wirklich. Gerade dieser Anmachdialog in der Rotlichtkneipe da am Anfang ist halt wirklich so, meine Zehennägel kräuseln sich. Welchen Anmachdialog zwischen da, wo die Wachen halt da hinten so sind? Naja, das fand ich dahingestellt. Das ist einfach zu früh in der Serie, selbst wenn ich es wieder angucke, um es wirklich zu beurteilen. Ich fand es interessant, weil ich fand am Anfang war es nicht so ganz klar und ich glaube, war auch den Wachen nicht so ganz klar. Wollen sie den Typ anmachen im Sinne, oder ist es eigentlich so, eher so ein bisschen zu nah kumpelhaft, weil sie sich halt denken, alles rausnehmen zu möchten und sich auch nichts mehr denken. Also war es irgendwo halb aus ihrer Sicht in Anführungszeichen schon nett gemeint und sie waren halt von Anfang an dann gleich beleidigt oder sind nervös. Das spielt alles keine Rolle, wenn man weiß, wie die ticken, und die wissen alle offenbar, wie diese Leute ticken. Das wird auch gesagt. Und sie verhalten sich denen aber nicht gegenüber so. Also wenn wir hier so eine Konzerndiktatur hätten zum Beispiel und da laufen überall so Leute rum oder ab und zu zumindest mal, weil man weiß, wie die ticken, dann verhält man sich denen anders gegenüber. Vorsichtiger auf jeden Fall. Mhm. Und es waren aber auch noch andere Dialoge, gerade am Anfang, aber es zieht sich durch die ganze Serie, die Frau zum Beispiel da in der Werkstatt. Das sind alles so diese Dialoge. Ich habe ja, gut, also, nicht mehr Wort für Wort, aber... Was das vorsichtig und sonst was angeht, was die Serie sagen will, ist halt, dass eine rebellische Stimmung halt mehr und mehr passiert, weil die Leute einfach den Ranzen voll haben und eigentlich bloß nur ihre Ruhe wollen, witzigerweise, was natürlich nicht gelassen wird, weil du Unterwürfigkeit ist das Ziel.
Aber ja. Du nicht nachts, wenn du alleine gegen zwei bist. Aber wurscht. Es waren noch andere. Wir haben nicht. Ich meine, er hat sich doof verhalten. Das ist mir auch selber klar. Aber Essen. Andor ist Tim. Oder der Andor Kästchen ist ein bisschen zu stolz, der Kerl tatsächlich. Ich meine, ist klassischer Fehler für Protagonisten, finde ich. Es gibt so ein paar andere random Szenen, wie zum Beispiel seine komplett random Verhaftung. Wo er dann ins Gefängnis die fand kommt. Ich super, ehrlich gesagt, weil die passt dazu. Weil die haben ihre, das ist eine reine Geschichte um Quoten und du bist in der Nähe, du bist mal komisch, nimm ihn. Das ist ehrlich gesagt ziemlich realistisch, weil welche Option hat er denn, wenn irgendjemand auf ihn deutet? Meinetwegen, wir haben also einen von den Imperialen, übrigens finde ich seltsam, dass also in der Originaltrilogie alle Imperialen in Soldaten in Uniform rumlaufen, also in Sturmtruppenrüstung, Offiziere in Uniform. Hier nicht, aber ist okay. Hast du Offiziere, also eindeutige Offiziere in Rüstung gesehen? Also nee, wirklich. Nein, nicht in Rüstung. Es gibt die Soldaten, das sind die Sturmtruppen, ja. Die haben immer die Rüstung an. Ja. Offiziere haben Uniform an. Und hier ist halt so, dass das einfache Imperiale einfach eine Uniform haben, aber ist egal. Das nochmal was zum Design. Auf jeden Fall, wo war ich genau bei dieser Verhaftung? Ja. Es stimmt, es passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Denn selbst wenn da einer ist, der random jemanden verhaftet, der kommt dann vor dieses Schnellgericht, da muss doch irgendwas aufgenommen worden sein. Ist es aber offenbar nicht. Nö, es ist rein ein Wort, er ist verhaftet worden und wird verurteilt. Weswegen auch immer die Typen verhaftet wurden, die da gerannt sind. Da hatten sie aber Namen. Ja, und? Nix. Der Name fehlt auf jeden Fall, indem er sich dann reinmogelt. Er hat doch einen falschen Namen angegeben. Ja, aber erst ab dem Moment, wo er in einem Gerichtssaal merkt, der ist aufgerufen. Der ist sich aber unter einem, ich weiß nicht mehr den Namen, aber seine Freundin ruft ihn ja unter einem anderen Namen als unter dem, wo er nicht als Kästchen, sondern die nennt den auch irgendwie anders. Ja, ich glaub, das war erst ab der Rebellion, wo er sich den falschen Namen zulegt. Nee, aber er hat da auch einen anderen Namen benutzt. Also der hat mehrfach den Namen gewechselt. Nein, die ganze Zeit wechselt er seine Identität. Den Namen, den er sich zulegt im Gerichtssaal, dass er merkt, der Aufgerufene meldet sich nicht. Ah, ich bin jetzt auf einmal der. Das heißt, was? Ja. Nein. Nö, der meldet sich auf seinen Fake-Namen. Also würde ich dir aber absolut unterschreiben. Okay, ich bin mir an der Stelle nicht mehr ganz sicher, aber ich bin der Meinung, dass da wird ein Name aufgerufen, es reagiert offensichtlich keiner, also schlüpft er jetzt in diesen Namen rein. Und wenn es so stimmt, wie ich habe die Serie jetzt zweimal komplett gesehen und kann mich natürlich irren, wenn du so permanent da investierst, wenn es so ist, wie ich es wahrgenommen habe, dann passt es halt hinten und vorne nicht, weil sie von ihm keinen Namen haben, der andere fehlt, etc. Irgendwann muss es auffallen und dann ist er verfolgbar. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Jedenfalls hat es so komplett random gewirkt. Ja, es ist random, weil du tatsächlich wie gesagt, wir sind bei dem, da bin ich bei dem Thema wieder, worum es geht, totalitärer Staat, du bist ihm halt komplett ausgeliefert und wenn der der Meinung ist, es braucht mehr Gefangene, dann ist es ziemlich wurscht, was los ist und so weiter. Also totalitäre Staaten haben auch eine Agenda, ja. Die haben nämlich, die möchten sich nämlich auch nicht mit ihrem gesamten Volk anlegen, Brot und Spiele ist das Stichwort. Und das haben auch sogar die Nazis beherrscht. Es ist nochmal übrigens ein Grund, warum ich Bottom-up-Revolution echt für schwierig halt auch darzustellen, realistisch darzustellen, weil es ist extrem schwierig, wenn nicht auch andere Machthabende mitspielen bei der Revolution. Aber ist jetzt ein anderes Thema. Ich meine, die Revolution auf Phoenix oder so, du weißt auch, dass das nicht wirklich erfolgreich ist. Das Rebellion wird da nicht davon vertrieben. Das Imperium wird davon nicht vertrieben. Es ist lediglich ein Aufstand, eine Revolte oder so vor Ort, der vielleicht nicht niedergeknüppelt, aber mindestens bombardiert wird. Aus der Perspektive der Machthabenden ist es halt auch zum Beispiel eine scheiß Idee, festzulegen, dass
alle, die in einem Gefängnis verurteilt sind, einfach nie wieder rauskommen. Welche Motivation sollte dahinter stehen, mal ganz ehrlich? Ich sehe es nicht. In dem Fall war es unter anderem Arbeitsmangel und tatsächlich Geheimhaltung. Ja, und Geheimhaltung. Weil nee. Das sind ja, wie du ganz am Schluss ja noch siehst, sind es ja Todesstern-Bauteile. Ja, aber die es gibt, sie haben keinen Arbeitermangel im Prinzip, weil sie verhaften können, wen sie wollen und verurteilen können für ein paar Jahren so viel sie wollen, war eben auch deine Argumentation. Und warum dann sie, wenn sie das sowieso machen, dass keiner rauskommt, dann 100 Leute abknallen, die eh nie wieder rausgekommen wären. Okay. Weil es zu einer echten Revolte, weil, naja, du hast gesehen, was für eine Revolte passierte, als sie mitbekommen haben, ja, was Sache ist. Dann ist okay, damit sie nicht reden. Auf der anderen Seite wird aber in exakt ja, es ist nicht Szenen überlegt. Wird etabliert, dass ihnen egal ist, was sie reden. Aber der Arzt weiß es. Alle abgeknallt worden, aber der Arzt weiß es. Für mich hat sich das alles so total konstruiert angefühlt, einfach nicht. Es ist eine Frage, wie es im Detail genau abgelaufen ist, wie die Informationen genau kassiert sind und so weiter. Aber es ist auch etwas, was ich glauben kann, dass das passiert. Für mich hat sich es halt zu künstlich konstruiert angefühlt einfach. Weil theoretisch ist ein vernünftig gemachtes Gefängnis auch absolut sicher, aber in der Praxis halt nicht wirklich. Weil Leute finden halt immer irgendwelche Wege, zumindest für Infos, Gerüchte und was weiß ich alles. Ja, also die es waren schon wieder die Parts, wo ich ja auch sage, es war, man konnte zugucken eher. Ich habe mich aber auch gefragt, zum Beispiel, warum hält der eine Imperiale, also der mit dem Blaster, die rebellieren da unten, halt doch einfach drauf, aber er schießt kaum. Ja, es ist halt der Punkt, ob du die wirklich komplett auslöschen willst. Fürs komplette Auslöschen ist ja der schöne rote Knopf da, rote Knopf da. Und wenn er nicht mehr hat, hat er seinen Blaster. Und der hat irgendwann, die haben, nachdem die ersten paar Schüsse nicht wirklich die gewünschte Wirkung gezeigt haben, haben die schon irgendwann so richtig angefangen drauf zu holzen. Sie sind halt immer wieder in Deckung gegangen oder recht viel in Deckung gegangen oder ausgewichen, weil alles Mögliche entgegenflog. Das sind keine Soldaten, so sagen wir es mal so oder wenn es Soldaten sind. Also, es sind nicht absolut abgehärt. Nee, nicht wirklich. Du weißt, die Typen, die da dann so in der Ecke saßen. Nee, das sind jetzt nicht die abgehärtesten Frontsoldaten oder so, sowas. Also, Menschen sind tatsächlich tendenziell recht feige, wenn es unangenehm wird. So, pass mal auf, wir haben jetzt wirklich zeitlich so langsam ein Problem. Ah, okay. Weil wir filmen heute Abend noch einen Ersteindruck und müssen da auch noch ins Kino. So, wir gehen jetzt mal die Liste noch durch, die ich mir hier mal gemacht habe, mit einzelnen Sachen einfach. Bei den Rebellen. Also da waren halt auch Dinge drin, wo ich mir gedacht habe, hä, wie, wo, warum? Okay, das Drehbuch will die Leute jetzt da haben und deswegen müssen wir als Zuschauer uns irgendwie einbilden, warum. Zum Beispiel, Cassian hat also diesen Kyberkristall bei sich am Hals umhängen. Mhm. Und als der eine Rebell da halt so kommt von hinten, reißt ihm das Ding vom Hals und so, ja, hier seht, was ihr von uns versteckt. Als wenn ich einen losen Hemd, sowas im Hals habe, verstecke ich das nicht. Also ich muss mich nur mal runterbeugen und dann kann es wahrscheinlich jeder sehen. Und wenn er es versteckt hat, wie hat er es dann gesehen? Es sei denn, es ist eben genauso nicht versteckt, wie ich es gesagt habe. Also das war so drehbuchmäßig einfach so trottig. Ja, wobei ich ehrlich gesagt, wenn ich nur meine Rollenspielgruppe oft genug angucke, was die manchmal für, und wie ich mitbekomme, ja, nee, doch, das ist der Spieler, nicht der Charakter, der diesen Logiksprung macht, was die manchmal für Logiksprünge machen, also von daher ist das noch harmlos. Aber ja, es ist definitiv so ein, also sag mal, Alter, du hast aber auch einen Schaden. Also wäre meine Antwort in der Realität dann gewesen, wenn ich Andor gewesen wäre. Vielleicht aber kannst du mir an der Stelle was erklären. Aber ja, es macht ist tatsächlich eine komische Sache. So, wieso zum Teufel nimmst du etwas Arschteures auf einen Einbruch mit? Auf jeden Fall, vielleicht kannst du mir das erklären.
Was ist eigentlich genau der Vorwurf, der dem Cassian gegenüber? Es macht einfach, dass seine Story keinen Sinn macht, was auch stimmt. Seine Story macht vielleicht Sinn, aber halbwegs Sinn, nicht wirklich viel. Seine Story hat Lücken, weil er nachträglich reingefügt wurde, etwas, was nie geplant war und so weiter. Deswegen kann er doch, es ist doch egal, was er vielleicht... Und die Story ist, dass es schon immer vorgeplant war, dass er da reinkommt. Und bekannt wäre eigentlich der Anführerin, was er offensichtlich nicht ist, was man auch spürt, dass sie ihn... Was hat das mit dem Kümmerkristall zu tun, den er bei sich hat? Das Ding ist einfach nur scheiße wertvoll und die Frage ist, für einen reinen Söldner, der sich mit dem Ding zum größten Teil vielleicht nicht komplett zur Ruhe setzen kann, aber definitiv ein paar gute Jahre haben kann, wieso nimmt der sowas mit auf einen Einbruch? Seine Story macht halt keinen Sinn. Es macht auch nicht Sinn, dass er ein Spion wäre oder sonst noch irgendwas. Aber die ganze Story macht keinen Sinn. Das ist das, was die Leute da ein Problem dran haben. Es ist, sie reagieren auch nicht unbedingt besonders gut. Sie reagieren gespannt. Aber sie reden ja auch kaum mit ihm. Sie stellen keine konkreten Fragen. Sie lassen ihn nicht erzählen. Es kommt nicht raus, dass die wirklich miteinander interagieren und dann sie interagieren, aber sie sind, die interagieren, da gibt es, fand ich auch ein paar gute Szenen, aber die meisten sind ziemlich verschlossen, weil es sind etwas, trauen nicht, sind extrem angespannt, kommst in eine fremde Gruppe rein zu einem sehr kriseligen Zeitpunkt. Es fühlt sich für mich schon richtig an. Es ist eine saudoofe, schön dramatische Idee, jemanden so spät noch in sowas reinzuschleusen, mit einer Fake-Story, was auch noch eine Sache ist. Was sie aber nicht wissen. Nein, aber sie merken es. Nein, wieso? Aber es macht keinen Sinn. Diese Story macht keinen Sinn tatsächlich. Warum nicht? Das verstehe ich auch noch nicht. Warum sollte der, bringst du diese Person erst ein paar in ein Team, das monatelang sich darauf vorbereitet, vor Ort? Ja. Warum bringst du den Typen dann eine Woche, bevor die Sache läuft, erst rein? Das ist aber die Sache von der Chefin, nicht von ihm. Ja. Ja schon, aber er ist das leichtere Ziel. Er ist der fucking Außenseiter. Und was hat es dann mit dem Kümmerkristall zu tun? Wie viel Geld er hat? Ist doch, der kann ja noch 1000 Kyberkristalle irgendwo haben. Ja schon, aber warum nimmst du etwas mit, das du nebenbei auch leicht verlieren kannst? Vielleicht ist es einfach ein Glücksbringer, noch 20 andere zu Hause. Ist ein Argument, aber es ist, käme dir doch auch komisch vor, oder? Nicht? Okay. Also wie gesagt, das Argument von dem Typ, der den wegreißt, ist auch scheiße gleichzeitig. Wenn deine Argumentation richtig wäre, ist immer noch die Frage, warum kann er sich dann rausreden damit, dass er das nur für Geld macht? Das ist halt so, das hakt für mich an allen. Also ich komme da nicht mit, das ist irgendwo was, wo das Drehbuch gesagt hat, da muss es jetzt so ein Clash kommen, etc. Wir konstruieren einfach was. So hat sich das ergeben. Und auf jeden Fall, das ist also mein Problem damit. Was anderes genau, wie die Gruppe sich verhält. Also stell dir vor, das ist eine Rollenspielrunde. Das ist die Situation ungefähr wie dort. Da hat es mich dran erinnert, ein paar Mal. Es wird Nacht. Eine Person sagt, ich mache die erste Wache, dreht sich um, geht, legt sich hin, schläft. Wie handhabst du das weiter? Wie handhabst du das weiter? Entweder war geplant oder möchte ich, dass nachts ein Überfall kommt und dann sind sie ziemlich gefickt. Oder er hat einen ruhigen Schlaf, eins von beiden. Und das ist auch so, normalerweise besprichst du die Wache vorher. Da steht nicht einfach einer auf, sagt, ich übernehme die erste Wache, dreht sich um und geht. Ah, doch, so läuft es in der Rollenspielrunde grundsätzlich. Ja, aber wenn du es realistisch machen willst, dann besprichst du dich vorher. Und ich habe meine Rollenspielrunde dann entsprechend dann einfach auch nicht mehr aufwachen lassen, weil sie sich nicht gesprochen haben. Und vor allem sind 7 Leute. Ganz im Ernst, würdest du da Einzelwachen machen? Naja, das ist immer eine doofe, komische Idee tatsächlich, finde ich. Und also das sollen erfahrene Söldner oder sonst irgendwas in der Richtung sein. Und da sagt keiner was. Also das sind alles so Punkte, wo ich mir gedacht habe, es hat mich auch rausgenommen, genauso wie, oh Gott, und das ist eine B-Movie-Trope, die sogar schon von einem Top-Secret Satirefilm verrissen wurde. Das ist nämlich die Szene, als sie ihren Plan besprechen und normale Filme und auch die Realität wird so machen, dass du dir irgendwo
erdigen Boden nimmst, dann zeichnest du mit dem Stock das irgendwie rein. Und die haben ein komplettes Miniaturset mit den Gebäuden, mit den Innereien der Gebäuden als Minis bemalt. Ja, der Junge war ein ziemlicher Geeks oder Nerd oder was immer du es nennen willst. Das ist scheißegal, das ist eine absolut schlechte B-Movie-Trope, die sogar Top Secret schon verrissen hat. In Top Secret. Mhm. Der Zucker Abrams Zuckerfilm. Mhm. Wo sie ihren Plan da auf dem Boden und dann zeichnen mit dem Stock und dann geht es halt wirklich so in so diese Miniaturgarnison rein, die komplett mit Miniaturen aufgebaut ist und so weiter. Und dasselbe hast du hier. Ich habe mich gefühlt wie ein Top Secret. Also, so. Okay, also ich fand's awesome. Der Typ hat, es ist eine schräge Idee, dass du es wirklich so machst. Aber ich finde, das hat gut zu den Figuren gepasst, weil der Kerl hat offensichtlich basteln wollen und so weiter. Gleichzeitig beschweren sie sich, dass sie keine Zeit haben. Ja, sie haben keine Zeit mehr, nachdem sie Monate da sind, den Kerl nochmal neu in alles komplett einzubinden. Die haben da 3 Monate, oder wenn ich mich recht entsinne, die hatten da mehrere Monate zusammen trainiert, sich vorbereitet, das Zeug angeguckt, drauf eingestimmt als Team. Und jetzt mit dem Kerl nochmal das Ganze von vorne effektiv. Gut, sie haben ihren Plan bereits, wie es laufen soll, aber sie fangen mit dem Typ neu an. Das ist tatsächlich eine scheiß Idee. Die hatten auch schon die ganze Zeit, waren die im Zeitverzug, was ich so mitgekriegt habe. Aber ja, okay, Also und von daher, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber keine Ahnung. Außerdem, nebenbei, irgendwann musst du den Leuten Freizeit lassen und der Kerl bastelt offensichtlich gerne. Aber wo nimmt das Material her? Holz! Das war Holz und Moos und alles. Das war angemalt und alles. Das war richtig... Ja. Ja, teilweise, ja, aber Farben sind jetzt wirklich das kleinste Problem. Auf jeden Fall, das war so... Nee, ehrlich. Oder auch mit den Aldani, als die dann da hochmarschiert kommen. Ja, von 500 sind noch 60 übrig. Ja. Sag mir 500 hatten sich unten versammelt, jetzt auf dem Weg mit dem Zeug unterwegs, irgendwelchen Kneipen oder Alkoholmöglichkeiten, sind bloß 60 oder sowas wirklich angekommen. Es wird nie gesagt, warum nur 60 ankommen. Doch, sie hatten es gesagt, sie hatten unten im Tal und so weiter, wo sie gesammelt sind, hatten sie extra ein paar Kneipen und ein paar Stellen auf dem Weg, hatten sie tatsächlich effektiv Gasthäuser mit billigem Alkohol effektiv. Okay, gut, aber wenn die so fanatisch da sind, und es wird nämlich auch mal erwähnt, die leiden lieber, als sich irgendwie zu beugen, sie 150. wollen den Marsch machen etc., auf jeden Fall, ja, das war auch so, egal. Was habe ich noch? Genau. Also wir haben in den ersten Folgen, dass also dargestellt wird, wie in seiner Heimat Cassian eigentlich niemand wirklich leiden kann. Er hat viele Feinde, Probleme etc. etc. Er ist ein Betrüger, ein Halodri und ein Betrüger. Er kann vermuten, dass er vom Konzern und oder vom Imperium auf jeden Fall gesucht wird. Mhm. Muss er eigentlich wissen, nachdem die Sache da war. Mhm. Tut er. Also er versucht ja tatsächlich, er geht davon aus, dass er untertauchen oder abhauen muss. Und warum kommt er zurück? Wann meinst du mit zurückkommen? Nachdem er die zwei erschossen hat? In Folge 7. In Folge 7, ach so. Tatsächlich will er wissen, was mit seiner Ziehmutter ist. Ah, stimmt. Ja, nee, das kriegt er mit. Ja, tatsächlich wegen der Beerdigung. Und weil er das hat er auch mitbekommen, dass seine Freundin oder Ex-Freundin verschleppt wurde oder gefangen gehalten wird. Also tatsächlich kommt er aus Prinzip wegen der Beerdigung und wegen seiner Ex-Freundin zurück. Also ich halte es für auch wieder so eine dumme Handlung. Aber Moment mal, Episode 7. Episode 7. Du meinst nach dem Einbruch, nach der Garnison. Ja, tatsächlich, der wollte seine Mutter mitnehmen. Die hat gemeint, nee, sie bleibt hier. In ihrer Heimat will sie sterben. Ja, aber die... Was ich gut verstehen kann.
Okay. Also, ja. Was heißt gut verstehen? Ich habe ein paar Beispiele davon so in der realen Welt gehabt. So dieses so, yo, den kriegst du nicht aus dem Haus, den kriegst du nur mit den Füßen voran aus dem Haus raus. Eine Sache dann noch, einfach wieder ein Sci-Fi-Element, was nicht reinpasst. Tungsto Idstahl, Sci-Fi erklärt seine Technik, sollte Star Wars einfach nicht machen, finde ich. Ich bin auch kein Freund von Kyberkristallen. Warte, Tungsto Idstahl erklärt? Tungsto Idstahl ist der Stahl, auf dem sie laufen, wo dann die... Also, das war bloß ein Wort. Ich habe es mal nachgegoogelt und sonst irgendwas. Das war einfach bloß eine Wortschöpfung mal wieder. Ja, ist halt wieder ist entweder eine Frage von... Ich war mal auch am Anfang nicht sicher, ob das Elektrik... Entschuldigung, die Unterbrechung, aber ich war mal am Anfang nicht sicher, dank dem Wort tatsächlich, ist das Elektrizität? Werden die halt geschockt oder ist da was ganz anderes passiert gerade mit denen? Na, ist ja völlig wurscht. Ja. Aber auf jeden Fall ist ein Sci-Fi-Element, die Technik zu erklären, dann irgendwelche random Fantasy, ja tatsächlich Fantasy-Begriffe zu nehmen, um technisch was zu erklären, das macht Sci-Fi sehr gerne, auch wenn es nicht funktioniert. Und das sollte Star Wars einfach nicht machen. Ich bin ja auch kein Freund davon. Ja gut, aber es fand ich, klang dadurch tatsächlich etwas besser, als einfach zu sagen, okay, ha, hat wehgetan, also. Ja, hätte genügt. Ja, ich weiß nicht. Hätte prinzipiell genügt, aber wer auch immer es gemeint hat, dachte, dass das halt, keine Ahnung, das ist nicht der Punkt, etwas ist, was sich jemand beeindrucken kriegen möchte. Also das nur halt, das ist ein Sci-Fi-Element, das da finde ich einfach nichts verloren hat. Ja. Und dann, warum übersetzen sie es nicht komplett? Weil es leitet sich offenbar aus Tungsten ab. Tungsten ist das englische Wort für Wolfram. Da hätten sie es eigentlich übersetzen müssen mit Wolframoid. Nee, auch im Englischen haben sie es Tungstoid genannt. Ja, also, im Englischen heißt Tungsten Wolfram. Ja, yeah. Das ist eine Wortschöpfung. Das ist kein echtes Material. Das genau, Material und warum haben sie es dann nicht übersetzt mit Wolframoid? Weil das tatsächlich sehr irdisch klingt. Weil bei Wolfram und sonst was denkst du sehr spezifisch. Ja, aber bei Tungsten doch auch. Ein Brite denkt bei Tungsten genau dasselbe, was wir bei Wolfram denken. Was dasselbe bezeichnet. Ja, aber seien wir mal ehrlich, Wolfram klingt vor allen Dingen dank dem Teil Wolf und sonst was. Es klingt schon sehr irdisch und sehr deutsch tatsächlich. Ja, eben. Und das ist wieder das ist genau der Kritikpunkt dann, auf den ich zurückkomme. Es ist ein Sci-Fi-Element, das nicht reingehört. Es irgendwie technisch zu erklären mit einem Wort, das im irdischen, im völlig irdischen schon gibt. Mhm. Und das ist auch, ist mir auf jeden Fall gefallen, hat mich irgendwie auch wieder rausgeholt. Was haben wir noch? Ich habe es dann bei Folge 12, warum er da zurückkommt, weil in Folge 12... Aber ganz ehrlich, an der Stelle möchte ich nur erwähnen, das ist aber was sich durch alle Star Wars, auch speziell den Originalen, durchzieht, dass du irgendwelche komischen Worte, Dinge oder sonst was einwirfst. Keine Ahnung, der und der Prozessor oder der solche und solche Blaster oder so wird ausgetauscht oder mein T14-Hüpfer. Das ist aber nur Fluff. Ja, yeah, das war Fluff, auch nur Fluff. Das war auch nur Fluff tatsächlich an der Stelle. Also was ich wirklich meine, ist, was Star Trek ja immer gerne gemacht hat. Mit Technobubble. Technobubble, genau. Und das ist an der Stelle halt auch Technobubble. Wohingegen das Geschwätz von Stormtroopern da mit ihren T14-Zeug, das ist reiner Fluff. Und alles, was sie sagen, ist, unser Boden ist aus dem und dem. Tut weh, oder? Ja, und das ist halt, warum verwenden sie dieses Wort, was halt rein irdisch ist? Was mich komplett rausgeholt hat. Mhm. Tungstoid, kann man sich was drunter vorstellen, egal. Nee, Folge 12, genau, da habe ich es tatsächlich notiert, auch nochmal, warum er zurückkommt. Er weiß, dass seine Mutter tot ist, er weiß, dass er dort Feinde ohne Ende hat, dass er gesucht wird, etc. Mhm. Es gibt außer einer Beerdigung, einer fucking Beerdigung, gibt es keinen Grund, dorthin zu gehen. Also hat er... Ich habe jetzt das dreimal oder so... Ich habe es so jetzt einige Mal gesehen, aber ich weiß es nicht. Ich krieg's gerade nicht hin. Hat er nicht schon gewusst, dass seine Ex-Freundin gefangen gehalten wird? Ich würde es absolut drauf schwören. Außerdem ist es immer noch die Beerdigung und Leute, und komm schon, damit fängt die Sache an. Der Typ ist stolz. Der Typ ist stolz und hat genug innere Konflikte. Ja, also wenn du schon begründen musst mit, ja, die Hauptperson der Serie ist halt einfach blöd, dann
Es ist nicht ganz dasselbe, aber das kommt mit dem Territorium. Ich meine ganz ehrlich, sich einer Rebellion anzuschließen, ist aus komplett neutral logischen Sachen eine scheiß Idee. Ist es, weil du legst dich mit etwas an, was prinzipiell stärker ist als du. Ja, das ist richtig. Das ist nicht unbedingt die, das ist nicht unbedingt die Entscheidung von jedem, von jemandem, der komplett rational ist. Ja. Sonst würde da nie was passieren. Ja, aber wenn was passiert, dann passiert es eher von Großkopferten halt, die diese kleinen Gruppen leiten, die da was planen. Was mit diesem Antiquitätenhändler, was, da habe ich echt gedacht, da steht irgendwo PK hinten an und guckt sich irgendwelche Antiquitäten an, weil Antiquitäten haben eigentlich bei Star Wars nie eine Rolle gespielt. Aber das war so richtig eine PK-Szene, finde ich, mit dem Antiquitätenhändler. Die waren eine der besten, finde ich eigentlich tatsächlich. Das ist einfach die Intrige. Das ist Intrige, Verschwörung, Geheimhaltung. Und Masken über Masken, die jemand trägt. Die Rebellion, so wie sie in der OT dargestellt wird, ist halt keine Intrige und ist völlig offen. Ja, sie hat ja noch nicht mal begonnen, so voll offen. Das ist ja, der arbeitet darauf hin. Und das ist einer der Punkte, warum er so der versucht, die Grundlagen für die Riesenaufstand zu liefern und bedient sich dabei Methoden, die im besten Fall, die definitiv über fragwürdig hinausgehen. Ja. Irgendwann auch. Mon Mothma, die versucht einerseits das Imperium im Senat zu bremsen und tatsächlich hinter den Dingern einen potenziellen militärischen Widerstand vorzubereiten. Und ja, sie bremst ihn. Du meinst, dass er halt so Scherze wie dass er die zig Millionen oder so weiter klauen ließ, gell? Die offene Aktion, Aktionen macht, ja. Naja, ist auch verständlich. Sie versucht einen wesentlich langsameren, ruhigeren Pfad zu gehen und der kann es nicht abwarten. Und tatsächlich sagte er an einer Stelle ganz ehrlich, ein paar Massaker täten unsere Sache gut, weil Das ist ja auch okay. Also dass solche Diskussionen gibt, ja. Aber ich fand tatsächlich, in gewisser Weise sind der Antiquitätsshop drumherum und der Kerl ist schon ein bisschen das Herz, finde ich, von der ganzen Story oder vom Thema. Und es ist halt, du hast von den wirklich stinkreichen Senatoren, die sich über, was ich auch nett fand, über Summen und so nebensächlich unterhalten, weil der andere denkt, mein gesamtes Leben und alle Leute, die ich kenne, können damit reich werden und so weiter. Und das ist halt Peanuts effektiv da irgendwo fast schon. Ja. So, mittlerweile hat sich ein Akku verabschiedet. Ja. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Weil ich glaube, ich bin jetzt auch alle Punkte durch. Also ich hoffe, ihr habt das Ando auch schon gesehen, weil das war leider weder eine Erstbesprechung oder ein Ersteindruck, noch war es eine detaillierte Analyse. Es war einfach mehr oder weniger ein Gespräch über das ganze Thema. Ich kann nur sagen, die Serie ist absolut sehenswert. Sie braucht etwas Geduld. Und es ist wirklich so, dass ich auch bei allem Rewatch die ersten drei Folgen, ehrlich gesagt, größtenteils skippe, weil es halt einfach bloß das Fundament ist. Und es ist ungefähr so spannend wie ein Keller aus Beton. Sehr wichtig für das Rest, aber es ist echt nicht das Interessanteste daran. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn euch Andor gefallen hat. Für mich hat es einfach überhaupt nicht nach Star Wars gewirkt, gerochen, geschmeckt. Und irgendwie wie ein Lückenfüller für Disney auch angefühlt. Vielleicht so behandelt, aber. Und daher. Ne. Und damit lassen wir. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Unterhaltung mit unseren sehr, sehr divergierenden Meinungen. Ich finde es aber gerade spannend, weil mich hat interessiert, ich habe von Anfang an mitgekriegt, dass du die Serie richtig geil fandest. Und dann habe ich sie mir angeguckt und habe mir nur gedacht, Bene, warum? Deswegen war das für mich jetzt auch einfach mal wichtig. Das war unser erstes Gespräch darüber, zu erfahren, warum, wie siehst du das, wie ist es bei dir angekommen? Und der Witz ist,
Die Dinge, die du dumm findest, fand ich schlau. Weil ich auf solche Dinge auch gewartet habe, schon lang, wo ich davor saß und mir schon als Gott in Serien dachte, so, wäre das nicht mal. Mal sehen, wie ich in 10 Jahren drüber denke, aber momentan sehr, sehr viel, sehr begeistert. Ja, und wir schauen einfach mal. Wir werden übrigens jetzt, also ich bin zumindest dafür, dass wir das machen. Auch die anderen Serien, so Kenobi und so, werden wir vielleicht in dem Format machen. Ja, je nachdem, was wir davon so halten. Könnten's, müssen wir mal reden. So, ich muss ehrlich zugeben. Also mehr als eine einfache mal drüber reden, ist zeitlich einfach nicht drin. Aber wir haben es bisher einfach nicht. Auch über Solo haben wir noch nie wirklich geredet. Außer den ersten Druck, so mal kurz. Und das zeitlich einfach nicht anders zu machen ist, aber ja Star Wars Content gewünscht wird, den wir auch gerne liefern. Mhm. Wir reden mal in der Form irgendwie drüber, machen uns noch Gedanken. Ich muss jetzt das ganze Zeug auch nochmal gucken. Also wie gesagt, ich hatte jetzt Andor 2-mal gesehen. Einmal einfach so auf der Couch zum Genießen. Genießen. Und dann einmal wirklich mit Notizzettel dabei. Deswegen, ich fand das jetzt absolut spannend. Ich bin schlauer geworden auf jeden Fall. Mhm. Und wie gesagt, also nehmt jetzt harte Kritik, die von mir kam, auch gegenüber Andor. Ich finde Andor nicht gut, aber nehmt es nicht irgendwie persönlich. Wem es gefällt, dem gefällt es, Punkt. Und und da endet die Rede nämlich auch schon wieder. Okay? Okay. Gut. Hast du noch was zu sagen zum Abschied? Tschüss. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ciao.